jetzt beginnt eine neue Zeit. Ab jetzt wird etwas Neues eingeleitet. Und die Realität beweist ja, dass die kulturelle Nähe und auch der Verbund in der EU dafür sprechen, dass vieles von dem, was ich prognostiziere, auch natürlich für Deutschland anwendbar ist oder heranziehbar ist, um einen Trend für die Zukunft ableiten zu können. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, und ich freue mich auch heute wieder mit der Monika Donner sprechen zu können. Muss man dich noch vorstellen, Monika? Man muss sich gar nichts antun, aber vielleicht erklären wir kurz, um was es geht, lieber Oliver. Wir tun uns nichts an. Genau. Also, hallo lieber Oliver, hallo liebe Zuseher. Wir wollen heute praktisch unsere Tätigkeitsfelder, du astrologisch und ich strategisch-analytisch, ein bisschen gegenüberstellen im Hinblick darauf, was uns bis zum Jahr 2025 noch erwartet. Du hast dich da ja vorbereitet. Ich habe es in Buchform schon vorgelegt und jetzt schauen wir, ob das zusammenpasst und wenn nein, warum nicht. Genau, also die Monika hat schon zusammengefasst. Wir schauen heute wirklich astrologisch und strategisch quasi, also strategisch-astrologisch eine neue Synergie ergibt sich da heute, da freue ich mich drauf. Wir schauen da eben heute aus den beiden Sichten, die Monika aus ihren Analysen raus und ich aus meinen Analysen allerdings auf der astrologischen Ebene raus und natürlich auch ein bisschen aus dem Medialen raus, also aus dem Energetischen her, was ich ja mache eigentlich hauptsächlich. Ja. Und da schauen wir einfach einmal heute so in die Zukunft, spezifisch auf Österreich, die nächsten Jahre, was sich da so entwickeln wird und was man so rauslesen kann. Das Grundproblem, die Grundthese ist ja bei der Astrologie, ich weiß jetzt nicht, Monika, ob du dich schon mehr damit beschäftigt hast einmal. Wenn man mondan astrologisch schaut, das heißt weltenastrologisch, ja, dann ist ja das ein anderes Bild als die individuelle Astrologie. Das heißt, die individuelle Astrologie geht ja mehr zu so einem psychologischen Bild hin. Ne? Die will ja schauen, wofür bist du gemacht oder wie bist du gemacht, so grundsätzlich mal. Also auch mit diesen Archetypenbildern also angelehnt an Jung natürlich auch. Und die mondan Astrologie, da geht es ja darum, diese Bilder möglichst ins Kollektiv zu übersetzen. Und das Hauptproblem, das man hat bei der Astrologie, ist eben, in welchem Kontext setze ich denn bitte das Horoskop eines Landes und wie entsteht überhaupt das Horoskop eines Landes? Und die Analysen, die ich heute anschauen werde, basieren eben auf dem Staatsvertrag von 1955, der halt als Geburtstag quasi des heutigen Österreich, das ich so hergenommen habe. Ja, also das ist so meine Grundanalyse. Ich blende das kurz mal ein, dass man das da sehen kann, so einen kleinen Moment. Ja, ist das sichtbar für dich, Monika? Du schaust plötzlich wie gezeichnet aus. Ich schaue wie gezeichnet, wie gemalt aus. Genau, also wir haben den Staatsvertrag hergenommen und wir haben da einige Grundthemen in diesem Staatsvertrag und das ist eben die Basis für alle weiteren Besprechungen und Analysen heute. Also nur mal, dass man sich orientieren kann. Die Schwierigkeit ist natürlich immer, wo kommt das her und wo setzt man jetzt einen Startpunkt? Wir hätten ja genauso auch nehmen können, zum Beispiel ein Horoskop zum, keine Ahnung, einer gewissen Wahl, eines gewissen Wahlergebnisses und sagen, das ist eine neue Epoche von Österreich. Also wo setzt der Zeitpunkt? Ich schaue mir es eben vom Staatsvertrag aus an. Kann man hier auch für die deutschen Zuseher, also für die bundesdeutschen Zuseher, Abstriche machen im Sinne von, dass es ja auch auf Deutschland umlegbar ist. Zumindest meine Analysen mache ich ja immer, sowohl in Corona-Diktatur, du kennst das Buch ja, da ist ja auch im Kapitel 4a und 4b insbesondere drinnen, was erwartet uns noch? Einiges von dem ist ja schon eingetreten. In Freiheit, Ende des ersten Kapitels in diesem Buch, das da eher hinter mir gerade steht, bezieht sich immer bei mir auf Europa, aber primär auf Österreich und Deutschland. Das heißt, ich gehe davon aus, dass was in meinen Analysen für Österreich gemacht wird, dass das fast 1 zu 1 oder im Verhältnis 1 zu 10 Größenverhältnis von der Bevölkerung her und auch von der Fläche ungefähr auf Deutschland umlegbar ist. Und die Realität beweist ja, dass die kulturelle Nähe und auch der Verbund in der EU dafür sprechen, dass vieles von dem, was
ich prognostiziere, auch natürlich für Deutschland anwendbar ist oder heranziehbar ist, um einen Trend für die Zukunft ableiten zu können. Wie schaut es da bei dir jetzt bei diesem astrologischen Bild aus, das du hier heute hier vermitteln wirst? Lässt sich das auch auf die Bundesrepublik Deutschland mit umlegen oder ist es, schaut es da ein bisschen anders aus? Also es kann sich in Nuancen, in Themen, also die großen Themen, die wir besprechen, gelten sicher auch für Deutschland, Schrägstrich auch, also unter Klammer für Europa natürlich, weil das ja alles irgendwo zusammenhängt. Ja. Ich habe allerdings alle sehr individuell auch Österreich rausgearbeitet, wobei das eben, wie gesagt, ich denke, die Herausforderungen, die rauskommen, sind ja auch teilweise eben von einer Zeitenepoche abhängig. Und das, was wir ja gesehen haben, jetzt auch nach den ganzen Lockdowns, nach Corona, nach dieser ganzen Geschichte, ist ja eigentlich wirklich, dass viele gespürt haben, jetzt beginnt eine neue Zeit. Ab jetzt wird etwas Neues eingeleitet. Zeitenwende, ja. Genau, und das ist etwas, das habe ich astrologisch in meinen Vorträgen schon noch lange vor dieser ganzen Krise schon gesagt und das haben auch viele andere Astrologen schon gesagt, da kommt etwas Großes, das ist ein Big Ja. One, das ist kein Lerchalschaß und das werden wir alle spüren. Ne? Und Ja. man schaut eben, und ich versuche es natürlich auch, dass ich in diesen großen Themengebieten denke, auch astrologisch, und das ist definitiv auch für unsere Nachbarn umsetzbar. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Gut. Gut, also grundsätzlich einmal, wenn wir uns das anschauen, also die großen Themen, die auf uns zukommen, ich schmeiße es jetzt einfach einmal so in den Raum. Das eine hängt ich gehe nicht zu sehr in die astrologischen Details, weil wenn man sich nicht auskennt, wirkt es verwirrend, wenn ich sage, der Pluto wandert dorthin oder dahin. Aber grundsätzlich erwarte ich eigentlich fürs kommende Jahr, also vor allem dann zum Ende des Jahres hin, also Ende 2024, wirklich eine deutliche Bankenkrise wieder. Na, und zwar nach dem Vorbild 2008, nämlich so, dass man spürt und dass es wirklich spürbar und merkbar ist. Also das, was wir gehabt haben mit Credit Suisse und Silicon Valley Bank, was wir letztes Jahr hatten, das war genau wie der Pluto das erste Mal so in den Wassermann reingewandert ist. Um das ein bisschen besser zu verstehen, das ist das Prinzip der Wandlung, der Transformation. Das ist der Stirb- und Werdeplanet. Die Häutung der Schlange kann man sich so symbolisch das vorstellen. Und wie diese Häutung, diese Transformation das erste Mal in den Steinbock gegangen ist. Steinbock ist das System, die Regel, das Manifeste. Ja? So, das für alle geltenden Regeln, Wertesysteme ein bisschen auch. Da ist 2008 die Bankenkrise losgegangen. Also wirklich mit dem Eintritt Pluto in Steinbock, Bankenkrise losgegangen. Pluto verlässt jetzt Steinbock, geht in den Wassermann, hört man ja überall. Und deshalb wird noch einmal am Ende dieses Zyklus quasi noch einmal das Thema aufgegriffen. Also das würde ich auf jeden Fall, habe ich auch früher schon erwähnt in Videos, aber da würde ich auf jeden Fall sagen, das werden wir auch spüren in Europa und in unserem Raum. Ja. Ab wann 24? Ich glaube, dass das immer so ein bisschen so ein Beben sein wird. Also hauptsächlich ist es dann, also Pluto wandert immer so ein bisschen jetzt an der Grenze hin und her. Also es kann schon sein, dass es Vorbeben relativ bald schon geben wird, also relativ früh schon 24, dass es aber noch nicht so groß wird und dass es Ende 24 dann verschärft wird. Also ich denke schon, dass uns das Thema dann so ab Ende 2024, Oktober 24, so bis in 25 rein wirklich, dass wir das dann noch einmal spüren werden. Na? Okay. Heißt allerdings nicht, also das muss jetzt nicht der große Zusammenbruch sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder jetzt Angst haben muss um sein Geld. Also das möchte ich auch dazu sagen. Ich glaube einfach, es ist ein Systemproblem und ein Systemversagen. Ja? Und wenn man dann dieses Too Big to Fail Thema wieder nimmt, bei einer Bank zum Beispiel, dass wieder irgendwas gerettet werden möchte oder so etwas dann auch versucht wird einzusetzen, dann glaube ich eben, dass das nicht mehr so klappen wird. Also das ist einfach so meine Annahme, ja? Ja, Dass das ja. nicht ganz so wird, wie es eben 2008 war. Ne? Und dass am Ende der Staat dann zur Kasse gebeten wird. Und die anderen Beben in den Wertesystemen, das ist eben so dieses Uranische, was uns da begegnet, da komme ich dann noch einmal dazu, erleben wir jetzt auch schon mit dieser Signa-Gruppe zum Beispiel, René Benko, das heißt diese Immobiliengeschichten, ja? Also die auch extrem
die auch extrem wandlungsbezogen sind. Das ist auch natürlich ein Thema, denke ich, das sich auch durch Deutschland und Österreich weiterziehen wird. Also das ist jetzt nichts, das weggehen wird. Und darum, ja, im Positiven könnte man natürlich sagen, naja, Wohnen wird dann vielleicht wieder Ja. leistbar. Oder, und auch womöglich in dem Umschwung dann, wenn man sagt, okay, Gewerbeimmobilien werden vielleicht nicht mehr so viel gebraucht, weil immer mehr diese Digitalisierung noch voranschreitet. Who knows, ja. Vielleicht wird das auch mehr in Wohnraum umgewidmet. Also das hat ja auch immer etwas Positives, ja. Also denke ich eben. Ja. Ja, ich habe bezüglich des Bankenwesens, ja, in Corona-Diktatur schon, also im Buch Corona-Diktatur, ja auch meine Analyse zum Besten geben und habe mich hierzu jener Analysen auch bedient, die habe ich ausgewertet von sogenannten Finanzexperten. Ja. Ich bin vorsichtig bei jenen Finanzexperten, die extrem negative Bilder erzeugen, wenn man weiß, dass die entweder noch, dass die Investmentbanker waren oder vielleicht sogar noch sind und oder bereits in die Metallbranche, also die Edelmetallbranche umgestiegen sind und um hier mit Panikmache Menschen zu animieren, mehr in Edelmetalle zu setzen. Also ich will das jetzt nicht bewerten, aber ich habe in Corona-Diktatur schon geschrieben, das war 2021, ist es rausgekommen, das Buch, dass es ziemlich sicher zu einer Hyperinflation kommen wird, ja, das da halte ich was davon, dass das passieren wird, nur nicht in diesem Ausmaß, wie es angekündigt worden ist. Und bis jetzt habe ich recht behalten, obwohl ich hier nicht die Expertin bin auf dem Finanzsektor. Und in Freiheit, das habe ich Ende 22 geschrieben, du hast das ja gelesen, also es ist im November ist es rausgekommen, das Freiheit, da ist auf der Seite, für die, die es haben, das Buch auf Seite 194 im Unterpunkt 2, wo es um den Verteilungsnotstand, den potenziellen geht, beschrieben, dass ein mit einem massiven Verarmungsschub zu rechnen ist, mit Enteignungen und so weiter. Wenn das System tatsächlich an die Wand fahren würde, ja, muss ja die Regierung muss irgendwo das Geld herbringen und das ist natürlich, könnte mit Zwangshypotheken und allem Möglichen verbunden sein, könnte, wie gesagt, vom Potenzial her, habe aber dann einschränkend noch dazu geschrieben, das ist auf der Seite 195, dass wenn der digitale Euro kommt, ja, wäre praktisch eine Umwälzung des Systems möglich ohne einen Totalzusammenbruch. Denn wirtschaftlicher Totalkollaps würde bedeuten, dass die jetzt an der Macht sind, ihre Macht verlieren. Das wollen die hundertprozentig nicht. Also könnte man, ich darf es hier vorlesen, könnte man erwägen. Doppelpunkt. Durch den zügigen Systemwechsel zur D-Diktatur, also digitalen Diktatur bis 2025, wäre vermutlich die schon lange erwartete Hyperinflation und der damit verbundene Finanzcrash hinausgezögert oder ganz vereitelt. Jedenfalls wäre der bürgerliche Mittelstand ausgerottet. Konzerne und große Unternehmensketten wären gestärkt, ganz nach Plan. Ja. Was kannst du astrologisch mit dem anfangen? Was ich da verschriftlicht habe, passt das jetzt zu deiner Analyse dazu, also zur astrologischen Analyse? Also es ist dieser Wandel der Werte. Noch einmal, wir sehen ja nicht, ich kann dir nicht genau sagen, was sich da jetzt logisch tut, aber das Thema Wandel der Werte ist da. Das ist akut, das ist jetzt schon aktuell und das wird uns auch die nächsten Jahre weiter begleiten. Und dieser Wertewandel sagt eindeutig, es geht weg von Hab und Gut hin zu einer persönlichen Vision, zu etwas Inneren eher. Wenn man das jetzt negativ deutet und das ist ja natürlich, oder vorsichtig deutet oder mahnend deutet, ich würde es gar nicht negativ sagen zu Freiheit, ich finde das Buch gar nicht negativ, aber wenn man es sehr negativ deutet, dann ist das natürlich genau dieses Machtverschieben hin, ja, was du da analysierst. Also, dass man nämlich sagt, okay, gut, es ist eine ganz brutal gesagt eine Enteignung, die vorangehen wird. Ja, also es wird kontinuierlich enteignet. Das ist ja auch was man irgendwo merkt, ne, wenn man sagt, ich zahle für einen Strom auf einmal, dass ich habe Klienten gehabt, die haben sich das Haus nicht mehr leisten können wegen der Gasrechnung und Stromrechnung. Wie stellst du das? Das interessiert mich jetzt arbeitstechnisch. Wie stellst du so etwas astrologisch fest? Woraus liest du das? Also für mich war klar, dass sowas wie Enteignungen, also ich rede jetzt von Bankkonten einfrieren,
Gewisse Beträge höher versteuern, Zwangshypotheken auf Liegenschaften, also auch wenn das Haus abbezahlt ist, kommt eine Zwangshypothek drauf, die zahlst du 20 Jahre ab. Irgendwo muss ja den Leuten was genommen werden, damit das Gesamtsystem wieder anläuft. Und wir wissen ja, es gibt ja Kräfte wie Schwab und Konsorten, die schon 2016 ganz offen gesagt und geschrieben haben, du hast das, wir schreiben das Jahr 2030, du besitzt nichts mehr. Also du hast kein Privateigentum mehr und keine Privatsphäre mehr. Also du verlierst beide Elemente, die tragend sind für jede Form der Freiheit und Demokratie. Und du wirst aber glücklicher sein denn je. Ja? Das heißt, da ist schon vor rund inzwischen 7 Jahren etwas verkauft worden und den Leuten eingeredet worden. Und jetzt sieht man ja auch, der Mittelstand stirbt tatsächlich immer mehr. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen teilweise immer reicher. Aber wo das analysiere ich strategisch, weil ich mir das ja anschaue und komme dann praktisch zu einer Prognose, wie sich das entwickeln könnte, bis jetzt, also sowohl was in Corona-Diktatur drinnen steht, als auch was in Freiheit drinnen steht, bin ich im Großen und Ganzen, ich habe jetzt hier nur einen Platzhalter vorgelesen, schon dort, wo ich es analysiert oder prognostiziert habe. Aber wo liest du das astrologisch heraus? Ja? Welche Sternkonstellation, ich kenne mich da ja nicht aus, ja. Was ist es? Was macht es aus? Du sagst, okay, da lässt sich jetzt ablesen, Systembruch, Steinbock, hast du gesagt, ja. Aber muss man da auch noch was mit rein interpretieren? Ist das noch nötig? Oder ist es vom Sternenbild her, was du da zuerst gesagt hast? Also, ich habe nur eine Zeichnung gesehen, ich Es kann da gar ist, nicht ja, drauf. klar, ist klar. Also das ist schon sehr, sehr bedeutsam. Also grundsätzlich ist es vom, man kann sich das einmal, ich möchte es in einem Bild erklären, dass man vielleicht von dieser Verwirrung mit welcher Planet ist was, weil die Planeten machen ja nichts. Also es ist es ist ein Analogiedenken. Das heißt, dass, wenn man sagt, dieses Prinzip steht in einem Haus. Ja, wenn ich zum Beispiel das Prinzip Hurricane jetzt mit dem Prinzip Wohnhaussiedlung zusammengebe, ja, dann wirbelt es da, zum Beispiel. Ja. Oder Hurricane mit der Schatzkiste und der fliegt in die Luft, wie auch immer. Ja. Und genau das ist die Symbolik, die wir gerade haben. Ja, also wir haben Hab und Gut, das Manifeste, da wirbelt jetzt der Revolutionär durch. Der Umbrüchler und der frische Wind, sagen wir es einfach einmal so, ja, von der Symbolik her. Und Also deshalb aber wertneutral, ne? Das heißt, völlig wertneutral. für Das den kann einen, auch. für einen Materialisten bedeutet es einen Untergang und für einen Idealisten, der sagt sogar, ich bin befreit von etwas, was mich eh schon lang belastet Genau. hat. Also jeder, der an der Materie sehr festhält und glaubt, das ist sein Wert, der, denke ich, wird einen großen Leidensdruck erfahren und große Ängste erfahren. Ist ja logisch. Ne? Wenn ich sage, ich habe mein Bankkonto und das geht sich jetzt aus und auf einmal habe ich eine Inflation, die mir durch die, durch, das, dass ich merke, das Geld zerrinnt mir unter den Händen und ich kriege ja keine Alternative angeboten, wo ich sage, wie rette ich das Geld? Ja? Und am Ende des Tages wird es so wahrscheinlich sein, wahrscheinlich gar nicht, weil was Neues kommt. Neue Werte. Und wenn ich es positiv noch einmal ausdrücken möchte, dann kommt eine neue Wertigkeit. Das bedeutet nur, was ist denn dann wirklich wertvoll? Und das kann man natürlich noch einmal sagen, im Extrem, es ist eine Enteignungswelle. Ne? Kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, man reduziert sich auf das Wesentliche, für einen selber wesentlich, und schaut, dass man eben in neue Werte investiert. Und diese neuen Werte wären in meiner von dieser Analyse her gesehen, also es kann nicht die Materie sein. Also es kann nicht sein, was ich dir zeigen kann, wo ich sage, da ist mein Haus oder sonst was. Aber es kann inneres Bewusstsein sein, es kann eine Bildung sein, wo ich mich mit neuen Technologien, neuen Ansätzen weit mehr vertraut mache, wo ich einfach weiterlerne, wo ich mein Leben lang eigentlich noch weiter lerne und mehr lerne und schneller lerne und vielleicht auch Dinge lerne, die ich mir so noch gar nicht gedacht habe, dass ich sie lernen möchte oder will. Also das denke ich schon. Ich setze jetzt noch einmal nach. Ich bin jetzt auf der Seite, wo sind wir da? Habe ich schon zu viel versprochen. 195, zweiter Absatz von oben. So. In Freiheit. Ganz nach Plan wäre auch, wenn es bis 2025 doch zu einer Hyperinflation kommt, vor der natürlich das alte System total ausgeplündert wird. Das wird zu dem passen, was du sagst, Enteignung. Sollten die Federal Reserve, also das Federal Reserve System,
Leitzinserhöhungen beschließen, dann könnte dies zum totalen Kollaps des bereits angeschlagenen Finanzwesens und der gesamten Wirtschaft führen. In diesem Fall, Klammer auf, zur vermeintlichen Rettung, ja, von dem Chaos, das man selbst hergestellt hat, Klammer zu, müsste mit der sofortigen vollen Ausrollung der Digitalwährungen, Bindestrich wie geplant, Bindestrich, nahtlos die digitale Diktatur eingeführt werden. Dazu wäre man voraussichtlich bis 2025 bereit. So. Wenn das passt jetzt, ich interpretiere es so, was du aus von der Astrologie her gesagt hast, nämlich dieser Wertewandel, dass es den Menschen ans Eingemachte geht, sozusagen im Materiellen, bis so ab Oktober 24, hast du gesagt, wird man das auch stark spüren, ja, Am Bankenwesen, ja, am Bankenwesen. im Bankenwesen, genau, dann könnte das zusammenpassen. Und eins ist klar, das Jahr 2025 ist, und da zählt ja die Vorphase Ende 24, ja die Einleitung dazu. Das Jahr 2025 ist ein Schlüsseljahr. Und da brauche ich keine große strategische Analytikerin sein. Das ist keine Raketentechnik. Das sagen ja die, die die digitale Vollkontrolle haben wollen, dass bis 2025 die Primärarbeit für die digitale Vollkontrolle abgeschlossen sein muss und bis 2030 die Detailarbeit. Also wer das nicht wahrhaben will, das steht schon da drinnen. Also ihr müsst jetzt nicht die Freiheit nicht haben, aber das, ihr könnt es hier in Corona-Diktatur schon nachlesen mit den Quellen. Da haben sich Hunderte von Konzernchefs gemeinsam mit Klaus Schwab vom World Economic Forum schon vor Jahren, vor vielen Jahren Gedanken gemacht, ab welchem Prozentsatz messbare Kriterien aufgestellt werden, mit denen dann ein Umkehrtrend nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel, wenn 10% der Menschen eine Kleidung tragen, die ans Internet angeschlossen ist, so als Beispiel, oder 10% der Digitalwährungen im Laufen sind, soweit sind wir schon, dann gilt das schon als Kipppunkt und somit fast als unabwendbar, sagen die. Andererseits habe ich mir auch angehört, du hast es ja gelesen, für Freiheit im Buch, was sagt Silke Schäfer? Was sagt die Silvia Gruber? Was sagt die, für mich ganz wichtig, auch die Ingrid Raselnberg, also auch eine ontologische Mathematikerin, weil nur weil ich mich mit Astrologie nicht auskenne, oder nur ganz grob, heißt das ja nicht, dass das zu vernachlässigen ist. Und ich habe mir gedacht, okay, ich höre mal an, was sagen die Finanzexperten, insbesondere die, die in der Wall Street sitzen und offen schon zugeben teilweise, was da läuft. Was sagt die Gegenseiten? Was kann ich strategisch daraus ziehen? Plus, was kommt noch von der astrologischen Seite und was ergibt das Gesamtbild? Und ich bin drauf gekommen, das ergänzt sich sehr gut. Ja? Also bis jetzt sind wir auf Schiene. Und es funktioniert anscheinend da, weil so viele Menschen das gar nicht mehr auf dem Radar haben. Ja. Oder die Demos, wo sind die Demos? Ja, nur in Israel haben sie demonstriert. In Israel sind am 22. September zum Beispiel, so 14 Tage vor Kriegsbeginn, 500.000 Menschen bei einer Demo auf der Straße gestanden, auch eine Million, und haben, das ist in der Jerusalem Post und in allen jüdischen Zeitungen berichtet worden, haben gesagt, sie verzeihen Netanyahu nicht, dass er versucht hat, Israel in eine digitale Diktatur zu stürzen. Wortwörtlich, sie werden das nicht verzeihen. Ja? Und das war das Wort digital und Diktatur. Die haben schon erkannt, um was es geht dort. Ja? Das heißt, hat ja auch was mit dem Krieg zu tun, aber das reden wir vielleicht ein anderes Mal. Ja. Ich, Entschuldige, ja, ja. nein, nein, ich wollte nur noch auch für die Zuseher feststellen, es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, ja, sondern im besten Fall um ein Entweder-und-Oder, um die Kombination. Weil auch wenn der sogenannte Gegner der Freiheit etwas sagt, heißt das nicht, dass man da nicht zuhören soll. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Leute, die uns vielleicht unsympathisch sind, ausnahmsweise einmal was sagen, was richtig ist, dann sollte man es trotzdem alles richtig erkennen. Und hier haben wir den Fall sogar, dass der Oliver und die sympathisch sind. Und er liest meine Bücher, ich höre ihm gern zu, was er über Astrologie sagt, und lasse das dann auch zukünftig mit einfließen, was ich von dir höre, denn wir kennen uns ja erst, seitdem ich das Buch Freiheit ausgegeben habe. Also im Idealfall kombiniert man und rümpft nicht die Nase entweder über das eine, nämlich rational und wissenschaftlich und analytisch, oder über das andere, Astrologie, sondern ich denke, im Idealfall schaut man, was ist in beiden Bereichen los und kumuliert das zu einem Gesamtbild. Und ich hoffe, dass wir da noch weiterkommen in der Sendung.
Ja, definitiv. Ich meine, wir sind ja jetzt, du hast ja auch die eben digitale Währung erwähnt, vorhin schon. Und ich wollte jetzt nur kurz diesen philosophischen Ansatz noch weiterführen. Das Problem ist ja, also was heißt Problem? Wir haben, also wir sind jetzt in einer Zeit, die Luftepoche wird es einmal gerne genannt. Hat nichts, ist was anderes als das Wassermann-Zeitalter, aber es ist grundsätzlich, es geht um Luft, und Luft heißt Information, Kommunikation, Beweglichkeit. Ja, und vor allem frei. Ja, das ist wie das Element Luft, so kann man sich das einfach mal vorstellen. Ist Ja. es der Zwilling oder was ist das? Und drei gibt es ja, es gibt immer drei. Also Zwilling, Waage, Wassermann. Ja. Okay. Und der Zwilling ist die Kommunikation. Natürlich, also ist überhaupt einmal das Mitteilen sich, das Informationen zuführen. Na, die Waage, also vermittelt dann quasi zwischen Menschen. Ja, das ist so die Venus, sind wir uns sympathisch oder nicht. Und der Wassermann, wo wir jetzt eben dann geprägt sind in unseren Werten, vermittelt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ja, also das sind diese Vermittlungsglieder, diese Luftzeichen. So kann man sich das vorstellen. Und das, was wir haben jetzt durch diese Luft, haben wir diesen Drang der Freiheit, der Revolution. Man kann sich das Symbol für Uranus ist die französische Revolution. Da wurde er in etwa entdeckt auch. Also das ist so diese Zeit, ja, Freiheit, gleiche Brüderlichkeit. Also dieser Umstürzler, dieser revolutionäre Planet, das Prinzip der Freiheit, ja. Und das Prinzip natürlich auch der Selbstbestimmung. Aber natürlich, und wir sind ja in einem, wir müssen uns ja das so vorstellen, das soll ja eine Waage sein. Das heißt, je größer der Freiheitsdrang auf der einen Seite wird, umso schärfer werden die Methoden auf der anderen Seite. Was sich ja im Gesamten die Waage hält dann, meines Erachtens nach. Ja? Und da kann man nicht nur sagen, ja, alles wird frei und das andere ist nicht da. Im Gegenteil, ja. Je mehr Frieden wir wollen, umso mehr wird es irgendwo wieder scheppern, und das wird sich immer so ein bisschen ausgleichen. Es wird immer so sich irgendwo die Waage halten auch. Und nach der totalen Diktatur kommt wieder mehr Freiheit und so weiter. Also es sind ja Zyklen auch. Ja? Und das, was der Wassermann jetzt macht oder der Uranus jetzt macht, auch im Stier, ist eben dieses, dass alles eigentlich seinen Platz hat. Das heißt, die Zersplitterung in kleinere Gruppen, und da komme ich dann auch noch dazu. Also das ist was man auch sehen kann jetzt die nächsten Jahre. Diese Gruppen werden immer, man wird individueller, es verzweigt sich mehr, es vernetzt sich mehr, es vernetzen sich Gleichgesinnte und andere Gruppen dann eben nicht. Und die große Herausforderung, und das sehe ich auch in der Politik, die Riesenherausforderung wird sein, da einen Konsens, eine Kommunikation wieder zu schaffen, dass man miteinander redet und einen Dialog findet. Und es wird sich jede Gruppe auch wieder untereinander spalten und in Zweige. Du hast es eh schon mal erwähnt mit der Friedensbewegung auch, was das ist und was sich da alles spaltet und rausentwickelt. Es ist eben dieses, wir sind eins, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes uniform und wir ziehen alle an einem Strang. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, wir müssen, und gerade in einem Land, wo Deutschland, Österreich, wo die Identität nicht vorhanden ist. Und das ist jetzt das ist jetzt absolut kein nationalistischer Gedanke, das ziehe ich nur aus dem Horoskop her. Die Identität dieses Landes, es gibt keine Identität. Wenn du einen Ami fragst, der hat eine ganz andere Identität, auch wenn das unterschiedliche Staaten sind, aber die haben zumindest eine gewisse, ich nenne es jetzt auch natürlich Staatspropaganda dabei, brauchen wir nicht reden, dass da viel Propaganda ist, aber die können sich mehr identifizieren mit ihrem Land, Home of the Brave and Land of the Free, als natürlich jeder Deutsche oder Österreicher. Und das Schwierige ist einfach die Herausforderung, die sich uns stellen wird, auch jetzt, was die Integration, Migration zeigen wird. Ja. Das ist eben diese extrem viele Volksgruppen, die nicht miteinander kommunizieren und die teilweise eine ganz, ganz andere Geisteshaltung haben. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung, in der wir hier in Mitteleuropa einfach konfrontiert sind. Und Ja, das was wiederum ja auch durch den Konflikt Gaza-Israel, ja, also durch diesen Krieg, ja noch einmal bestärkt wird. Weil wir haben ja in Österreich Hunderttausende Migranten, die Muslime sind, teilweise die aus genau solchen Gebieten kommen. Wir haben eine österreichische Regierung, die sich sogar gegen die humanitäre Waffenruhe ausspricht zugunsten der Menschen im Gazastreifen. Da sind schon über 1,4 Millionen Menschen auf der Flucht, über 20.000 mit Stand heute, 22. Dezember, umgebracht worden. Ja, also das wird auch Auswirkungen hier haben. Und
wie du richtig sagst, diese Brücken, diese Barrieren, also nicht die Brücken, sondern die Barrieren sind da, die Gräben sind da. Da sehe ich auch eine Herausforderung bis 2024, die ich im Buch eben in Freiheit im Teil behandle, wo es um die ethnischen Konflikte und potenzielle bürgerkriegsähnliche Zustände geht. Wer prognostiziert, dass dieser Krieg in Israel kommen wird, schon 2015 in Buchform, ja, im Buch God Bless You Putin war das, der Regierung gratis vorgelegt. Es kommt zum Krieg in Russland. Das haben wir 2022 gehabt, also 7 Jahre nach meiner Prognose und dann 8 Jahre später nach der Prognose der Krieg in Israel. Und ich habe in Corona-Diktatur schon geschrieben und auch in Freiheit, also Freiheit ist ja Ende 2022 rausgekommen, dass dieser Krieg in Israel, in Nahost auch noch ein Potenzial hat, wenn die unterdrückende Seite praktisch in Not gerät. Ne? Und das ist ja der Fall. Ja? Netanjahu wollte ja die digitale Diktatur einführen und die Bevölkerung ist auf die Straßen gestanden. Das kann nicht ignoriert werden. Also es ist ja mit, das spielt ja alles zusammen. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und wie du sagst, ich habe ja in meinen Analysen zumindest drinnen sechs Punkte, beginnend bei der sogenannten epidemischen Notlage, die man wieder konstruieren könnte, bis runter zum totalen Krieg. Alles durchgeprüft, was ist drinnen. Und ich bin drauf gekommen, da wird es aus mehreren Elementen einen Flickenteppich geben, aber es wird garantiert nicht so etwas geben wie die totale Revolution von einem Tag auf den anderen. Also nicht das Spürbare. Es wird nicht der Meldereiter kommen und sagen, so, jetzt ist der totale Krieg oder jetzt haben wir ein neues Regierungssystem, sondern es wird schleichend erfolgen, aber es wird schon ein Druck kommen. Ist das auch etwas, was du von der astrologischen Seite her hier auch mit Also so siehst? was Regierung angeht, da komme ich gleich nochmal dazu. Ich möchte abschließend noch was zur Identität sagen, ganz kurz, bevor Ja, ich ja. weiterspringe. Entschuldigung, ja. Wir müssen uns bewusst machen, und das gilt auch vor allem für Österreich, das ist astrologisch so festgesetzt im Horoskop des Staatsvertrags, dass das Volk permanent ein Zuwanderungs- und Durchmischungsvolk ist in Österreich. Das ist so geschrieben. Das heißt, wir kommen von unserem vom Landeswesen nicht darum umhin, dass wir diese Zuwanderungen haben. Ja, also da kommen wir nicht aus. Vom Astrologischen her, in Konstrukt, wie Österreich jetzt steht, kommen wir da nicht aus. Das heißt, das ist eine Realität, mit der müssen wir uns beschäftigen. Und das werden wir nicht schaffen, dass man sagt, wir bauen Mauern oder sonst irgendwas, sondern meines Erachtens nach muss da eine intelligente, wohlgemerkt eine intelligente, sensible Politik und auch Führung einfach mal her, wo man sagt, wie koordiniert man das, dass da ein Gemeinschaftsgefühl in der Pluralität entsteht, nämlich dass diese Vielfalt Raum haben kann. Und wenn wir schon diskutieren wegen diesen blöden Geschlechtern, als hätten wir keine anderen Probleme, dann frage ich mich, wie soll man das schaffen zwischen Religionen, die dann auch noch einmal so tief sind und wie soll das gehen? Aber da bin ich einfach wirklich Optimist und sage, okay, das ist eine Aufgabe, das ist eine Aufgabe. Naja, Und politisch, entschuldige. bin ich ganz bei dir. Die Sache ist ja die, es ist ja sofort umgelenkt auch worden. Ja? Das heißt, sie hat ja noch nicht einmal eine staatlicherseits eine korrekte Aufarbeitung der Corona-Blödemie gegeben, der Verantwortlichkeiten. Ja? Wir wissen, es gibt schon offiziell V-Aids, ja? Also dass aufgrund der Impfung, die aufgrund der Impfung erworbene Immunschwäche, das muss man sich mal geben, ja? Das ist noch nicht aufgearbeitet. Und das brodelt ja. Es brodelt zwischen Geimpft und Nicht-Geimpften immer noch. Das hat Risse durch die gesamte Gesellschaft gerissen. Es brodelt zwischen indigener österreichischer Bevölkerung und jenen Migranten, die gibt es auch leider, die sich hier nicht als dankbare Gäste verhalten, sondern die vergewaltigen, die plündern, die morden. Hat auch einen Grund, warum das so ist, ja, keine Frage. Du sagst, es ist astrologisch begründet. Ich sage, es hängt mit der Schuldkeule zusammen. Ich glaube, dass es beides zusammen ist, diese Schuldkeule, Zweiter Weltkrieg. Ich Und weiß gar nicht, ob, also, wir haben, entschuldige, da würde ich jetzt mit der Schuld, weiß ich, also ist diese Urschuld oder so etwas, ich weiß, was du da meinst, nur die Astrologie, da geht es jetzt nicht, die ist nicht in Schuld begründet. Also dieses Konstrukt, Staatsvertrag, ja, hat jetzt nichts mit Schuld oder Moral zu tun, überhaupt nicht.
Weil für das steht eigentlich Österreich relativ stabil da, für diese Weichheit steht es recht gut da. Ja? Also im Gesamten muss man sagen, das da bockt man schon. Also wirklich, also so grundsätzlich, das ist sehr, das sind an sehr kardinalen Punkten sehr meinungsstabile Aspekte, sagen wir mal so. Ja, schön, wenn du das von der astrologischen Seite so siehst, aber es widerspricht sich ja nicht, dass in der Realpolitik Österreich und auch Deutschland natürlich immer wieder der zweite, obwohl es wir gar nicht, wir haben nicht gelebt damals, ja. Unsere Ja. Generation und auch den späteren wird immer wieder vorgehalten, Zweiter Weltkrieg und Holocaust. Und aufgrund dieser Schuldquelle trauen sich die Leute auch nichts mehr sagen, weil selbst wenn jemand rational richtig sagt, die gewisse Migranten brauchen wir da nicht, ja, die sollte man wieder heimschicken, das ist ja ganz logisch. Also da würde in den USA kein Mensch drüber diskutieren, ja. Bei uns diskutiert man und dann kommt man wieder mit Rassismuskeule und dann, aha, Schuldkeule zweiter Welt. Das meine ich, dass das Ja. von den astrologischen Aspekten nicht drinnen ist, mag sein. Ja. Aber in der Realpolitik passiert das und ich denke, das könnte auch mit der Astrologie dann praktisch ein rundes Gesamtbild ergeben, weil Faktum ist, das, was du sagst, das ist uns in die Wiege jetzt gelegt, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich sage, es sind viele Nachteile, aber wir werden das stemmen, keine Frage. Nur die Frage ist, wann kommt diese Politik, von der du sagst, zu Recht sagst, sie muss intelligent und sanft zugleich sein, also Fingerspitzengefühl und für Hirn, also Also wir das haben vermisse ich einen beides. großen politischen Change im nächsten Jahr drinnen, zumindest mal in Österreich. Also das ist jetzt wirklich Österreich-spezifisch, bitte. Wir haben einen großen politischen Change, das werden wir Mai 2024 erleben. Also das ist generell eine sehr unruhige politische Zeit. Das heißt, das kann sein, dass da wirklich, also dass sich da Parteien untereinander verändern und neue eben eine neue politische Riege ans Land kommt. Ja, also Spannend. das ist auf jeden Fall drinnen ab Mai. Also da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und da werden die Strukturen, wie wir sie jetzt politisch kennen, und da lege ich meine Hand ins Feuer, die werden nicht mehr so sein. Und das wird nicht mehr so weitergehen und nicht mehr so existieren. Also das wird passieren. Die Gefahr von dieser Konstellation ist, also ich meine, dass eine Veränderung kommen kann, muss und wird, denke ich, spürt man eh schon. Die Gefahr allerdings ist, dass das eben auch ein bisschen so eine Blenderpolitik ist. Mir sind da von intuitiv so diese Bilder eingefallen, wie diese Brexit-Bewegung in Großbritannien zum Beispiel. Ja. Ja, ja. Oder auch Trump ein bisschen, wo du solche extremen Gestalten hast, die auf einmal so anders sind und deshalb interessant und eine gewisse Strahlkraft und Leuchtkraft haben. Und da wird sich herausstellen, sind das wirklich auch Reformer im positiven Sinn oder sind das schillernde Blender? Und das ist eben so eine Sache, da müssen wir einfach schauen, das wird im nächsten Jahr, also da werden sicher auch vielleicht noch Parteien oder Personen auf der politischen Bühne auftreten, die wir jetzt noch gar nicht am Schirm haben. Okay. Also da ist eine Bewegung drinnen, ja. Mal danke für diese wichtige Mitteilung. Was, jetzt in die Tiefe fragend, was erwartet uns da jetzt von der Struktur? Gibt es eine Struktur, siehst du eine Strukturveränderung im parteipolitischen System von der Form her oder nur unter Anführungszeichen inhaltlich, dass sich da was ändert? Oder wird an der Verfassung auch was geändert, dass praktisch, weil das ginge sich jetzt zeitlich nicht aus, ja? Nein, astrologisch ist, entschuldige, also astrologisch heißt es einfach nur, der Führer eines Landes ändert sich, ja, oder die Führung der Kanzler, egal, das wird sich ändern. Und es wird sich unter diesen Aspekten auch einmal zum Positiven wenden. Also es ist eigentlich eine gute Änderung, ja, eine glücklichere Änderung. Ja. Das heißt, Definiere bitte positiv. positiv heißt, dass sich etwas anders fügen wird, eine andere Chance einfach kommen wird. Das ist Jupiter ist wird so klassisch astrologisch als Glücksplanet, ja, bezeichnet. Und das ist so quasi die gute Fügung, spielt in die Änderung mit. Also das heißt, da kann wirklich auch politisch sich etwas zum Positiven ändern. Ne? Ja, aber was ist das Positive? Ist das Positive für die Menschen, dass sie
freier sind, dass sie weniger Steuerlast haben, dass sie weniger arbeiten müssen, für gleich viel oder vielleicht sogar für mehr Geld, ist es, haben wir einen Gesinnungswandel, dass wir mitmenschlich einfach herzlicher miteinander umgehen und dass sich auch in der Parteipolitik abspielt. Drum frage, Ja, also ich weiß, es ist schwer, du siehst ja ich denke Tendenzen. immer, schau, also wir haben, also ich kann dir sagen, die Veränderung kommt. Ich kann dir auch sagen, die wird jetzt einmal, also grundsätzlich schaut sie astrologisch einmal positiv aus, aber eben mit dem großen Aber, es kann eben auch eine Täuschung ein bisschen stattfinden. Also, dass etwas schillert, was am Anfang nicht so ist. Es kann auch sein, dass sich so, wir denken an Ibiza zurück, dass sich auch Parteien selber sprengen. Wir haben diese ganzen Schmidt-Geschichten im Land. Ja. Wir haben noch die Benko, wo noch viel wahrscheinlich rausgeschwappt wird, diese Pilnacek-Geschichte, diese ganzen Geschichten. Ja. Also kann sein, dass das natürlich auch eine enorme Veränderung, eine enorme Schwemme auch nochmal bringt und viel mehr Bewegung in das politische Spiel reinbringt. Ja. Mir ist auch eingefallen, zum Beispiel so diese Spaltung der FPÖ, wie die in der Regierung gesessen sind, wie es BZÖ sich gegründet hat damals mit Haider, wo die auf einmal über Nacht, zack, wir hatten eine neue Regierungspartei drin. Und sowas kann ich mir in dieser Zeit gut vorstellen. Ja. Du hast ja in Freiheit, du hast ja gesagt, du hast das zweimal gelesen, hast du was über das Kapitel Lichtfalle hier formuliert wurde? Ist Ja. das subsumierbar, beziehungsweise hier zuordnenbar zu dem, wenn du sagst, dass die Partei oder der Wandel in der Politik begleitet ist mit etwas Schillerndem, das aber gar nicht so ist? Also ich nenne das Lichtfalle. Das heißt, Ja, eine Erlösung. geht es in Schau, diese Richtung oder geht's in diese Richtung oder siehst ja. du was anderes? Die Lichtfalle, ja, du hast es ja auch sehr auf diese Erlöserfiguren halt hinbezogen, auch diese Ja. Lichtfalle. Begriff Lichtfalle. Ich meine, für mich war ja damals auch kurz, jetzt ohne zu politisch werden zu wollen, aber war ja so eine schillernde Figur. Ne? Das war ja so der Heiland auf einmal in der Partei. Wir haben jetzt eine neue Farbe und das alles ist neu und anders. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass auf einmal so schillernde, und das meine ich mit schillernd, ja? Dass da auf einmal was ist, wo man sagt, okay, das taugt mir und der zieht quasi wie die Motten ans Licht die Wähler auch an. Also sowas können wir da schon erleben, denke ich. Ne? Siehst du da eher einen Ruck in eine gesunde Mitte oder eher die Gefahr eines ungesunden Rechtsrucks unter Anführungszeichen? Ich will gar nicht recht. Ich glaube einfach, dass es da ums sehr stark um das Ego. Also ich glaube, dass in der ersten Zeit noch einmal sehr viele Machtleute sich vielleicht etwas anders geben, als eigentlich sind. Und das will ich gar nicht sagen, aus welchem Lager. Ja, das ist eigentlich nur die Tendenz, ich strebe nach Macht. Ja. Und ich glaube, dass gerade die Politik viele solche Menschen angezogen hat. Also das gar nicht mal bewusst, das will ich gar niemandem unterstellen. Und ich will jetzt auch auf niemanden auf den Finger zeigen. Aber wie es im Horoskop Österreichs ausschaut, haben wir diese Fügung auch ein bisschen aus dem Streben plötzlicher Erfolg, aber immer ein bisschen so dieses verhärtete, machtvolle, also dass jemand Macht haben möchte, also dass auch solche Leute dabei sind, die aber dann wieder stolpern werden, weil dieses Prinzip Luft keine weltliche Macht in dem Sinne mehr so zulässt, wie es war. Und das ist eben der Stolperstein. Ich Ja. würde sagen, das ist ja, was du sagst, das ist ein Systemimmanenzproblem. Also es ist ein essentieller Bestandteil der Parteipolitik, dass nach Macht strebende Menschen da überhaupt drinnen sitzen und zwar nicht die kompetentesten. Das ist systemimmanent. Ist hier ein Bruch erkennbar ab 2024 oder ab Mitte 2024, wie du sagst, ist da ein Also Bruch wie gesagt, erkennbar, das dass es ist jetzt... Dass es ja. jetzt weniger um die egozentrische Machtausübung, sagen wir so, das psychopathisch-narzisstische, über andere herrschen, runterdrücken, ganz wurscht, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, sondern einfach Macht ausüben. Oder haben wir jetzt wirklich eine Situation ab Mitte 24, wo man vielleicht jetzt Menschen in der Politik sehen wird, die es zumindest sagen, muss ja nicht gleich sein, dass sie es umsetzen, aber zumindest sagen, dass sie die Selbstbestimmung der Menschen besser fördern wollen. Weil das wäre ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Parteipolitik und in einer indirekten Demokratie, wo du ja abhängig bist vom Repräsentanten, du hast ja selbst nichts zu sagen. Als 99,9% der Bevölkerung haben wir nichts zu sagen. Aber könnte man jetzt damit rechnen, dass jetzt jemand kommt und sagt, ja, wir wollen die individuelle Freiheit des Menschen besser fördern?
Ist das, siehst du das? Ist das drinnen in der Echt? Nein, Astrologie? da müsste man sagen, okay, das ist schon Serie. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. Monika. Ich meine, ich bin optimistisch mit unseren Lebensprognosen, aber ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden, weil das dem Wesen eigentlich einer Führung eines Volkes irgendwo, also das ist Widerspricht. genau, Ja. es ist ja diese Angst vor dem Machtverlust immer enthalten, wenn du da an der Spitze bist, irgendwo hast du immer jemanden, der an deinem Stuhl sägt oder das zumindest das Gefühl. Was ich Ja, allerdings. darum frage ich auch, Entschuldigung, dass ich so, ich insistiere, ja. Ich bin Ja. jetzt bewusst lästig, weil wenn eine positive Veränderung würde für mich genau das bedeuten. Denn für mich ist es kein Widerspruch, dass der politische oder parteipolitische Macht hat, sich für das Individuum einsetzt. Denn ein Staat besteht ja aus Individuen. Wir alle sind der Staat. Und je stärker das Individuum ist, je freier es sich selbst ausdrücken kann und darf, je mehr es sein Potenzial entfalten kann, umso stärker ist das Kollektiv. Die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Also müssen wir schauen, dass wir gerade die schwächsten Glieder stärken. So, das wäre meine Herangehensweise. Darum wäre für mich positiv, wenn du sagst, ein positiver Wandel kommt, dass jetzt Politiker zumindest einmal ahnen, aha, wir müssen das Individuum befähigen. Sie verlieren ja deswegen keinen Deut an Macht. Die Frage ist, gibt es einen Bewusstseinswandel bei Politikern? Ich kann dir Folgendes sagen aus der astrologischen Symbolik raus. Im idealsten Fall, das ist jetzt der ideale Fall, optimistisch gedeutet, kommt da jemand, der ein tiefer Philosoph ist, aber eine innere Klarheit, Disziplin und weiß, wo seine Grenzen sind. Ja? Also wir brauchen eigentlich dieses eigentlich ja wie einen Gläubigen klingt vielleicht, aber jemand, der wirklich der Werte hat, aber auch weiß, wo die Grenzen dieser Werte sind. Und das ist eben so diese positive Grenze. Also wir brauchen jemanden, der eine positive Grenze in sich trägt. Und wenn so eine Person kommt, dann denke ich schon, dass es so einen Wandel geben kann, wie du sagst. Ich glaube allerdings durch das, dass das sehr, also gerade das politische Jahr 24 und das geht ins 25er rein, wird sehr, sehr Bergtalfahrt. Also da geht es irrsinnig zu. Ja? Also das ist wirklich wie so ein, da gibt es ja diese Kugel, na, wo sie sich gegenseitig anschlagen, diese Tischspiele. So. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Tak, 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 und irgendwo bewegt sich das dann immer. Und deshalb glaube ich nicht, dass zuerst zumindest einmal so ein Charakter kommt. Aber das ist, glaube ich, das, was man bräuchte, also jetzt vom Astrologischen bräuchte. Na? Und wenn eben das kommt und das wäre eben so dieser Jupiter gedeutet im österreichischen Horoskop bitte, dass man eben wirklich sagt, das ist jemand, der da kommt jemand an die Spitze, der diese Werte hat, der der eine Sinnhaftigkeit besitzt, aber auch nicht über Leichen geht, sondern seine positive Grenze setzt, ja, und nicht sagt um jeden Preis, ja. Das ist Mensch gebliebener Politiker, okay? genau, das Also wäre erinnert mich, also das Idealbild wäre aus dem Film Dune, ne, die deutsche Fassung, Dune, der Wüstenplanet, wo sie sagen, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn der politische Führer zugleich spirituell orientiert ist. Wenn Spiritualität und Politik sich verbinden in einem Menschen oder in einer Partei, das wäre, und zwar wirklich, ich meine jetzt nicht politische Religion, weil es ist eh fast alles religiös angehaucht. Also ich meine wirklich spirituell im Sinne von Potenzialentfaltung im Menschen, Also gutes, harmonisches Miteinander, dann wäre hier eine Chance auf Wandel. genau. Und da sind wir aber noch Lichtjahre entfernt davon, oder? Ja, aber da haben wir jetzt gute Chancen, dass so etwas einmal angestoßen wird. Ja, oder zumindest, dass da Veränderungen kommen oder Möglichkeiten kommen, dass auch solche Leute nachkommen. Ja. Und wir müssen ja da in Zyklen denken. Ja, wir denken immer nur ein Jahr, 2 Jahre, wenn wir da jetzt denken, wie schaut es in 10 Jahren aus, wie schaut es in 20 Jahren aus. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen über die Politik gesprochen. Ich würde gern noch das Thema ändern, wenn es okay ist für dich, Monika. Und zwar, wir sind bei der Digitalisierung, bei Macht und Ohnmacht über die neuen Technologien. Und das ist ein Teil, den wir da haben. Ja, ich bespreche das jetzt eben. Das ist so dieses Pluto-Wassermann, was ich vorher schon gesagt habe mit den Banken. Ja, das kann man eben auch. Wassermann ist die neue Technologie, die Hochtechnologie. Und in Österreich ist das aber auch die Herausforderung fürs Gesundheitswesen.
dass wir die nächsten Jahre massive Probleme kriegen werden im gesunden System. Das kann sein, dass Österreich Probleme mit Krankheit bekommt, ja, konkret Krankheit. Und da sage ich jetzt nicht, dass da eine Pandemie kommt, sondern dass ich sage, wie werden wir diesen Standard der Versorgung aufrechterhalten können, auch im Gesundheitssystem. Das wird eine enorme politische Herausforderung. Und wenn jemand zuhört, der politisch interessiert ist und dem da was einfällt, genau, bitte lass dich wählen. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine große, große Sache, weil da Besser, kommt, ja. ja, das darf ich kurz reingrätschen. Bitte, bitte. Es erinnert mich jetzt gerade darum, habe jetzt gerade hochscrollt. Das ist der Punkt 1 von meinen 6 analysierten Teilszenarien epidemischer Notstand. Also im Sinne von nach Covid stehen für die nächste Plödemie insbesondere folgende virale Bedrohungen zur Auswahl: Corona-Mutationen, schlimme Grippewellen, Affenpocken, V-AIDS, also die durch nachgewiesen inzwischen durch die verabreichten Spritzen hervorgerufene Immunschwäche. Dies falls stünde die heillose Überlastung des Pflegesystems heran. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und so weiter und so weiter. Das deckt sich ja mit dem, was du jetzt gesagt hast. Das, also diese Überlastung, ganz genau, also diese Überlastung, diese Belastung und auch die nötigste Transformation dieses Systems. Also es werden Notstände kommen, meines Erachtens nach. Und noch einmal, das ist jetzt nicht da, um Angst zu schüren, sondern das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das ist auch das Thema, wie gesund willst du persönlich sein jetzt als Zuschauer, Zuschauerin? Es geht ja nicht darum, dass ich sage, okay, ich warte jetzt 3 Jahre auf einen Hautarzttermin, sondern es geht darum, so, wie gesund bin ich und wie kann man sich noch einmal neuer, kleiner, konkreter strukturieren, dass das eben nicht so weit kommt. Das ist eine Herausforderung. Ja? Und Siehst du es auch so, dass es hier um Krankheiten geht, Symptome geht, auch schwerer Krankheiten, ja. mit denen der Körper vor der Impfung noch zurechtkommen ist. Jetzt kommen alte Krankheiten, aber auch neue wieder hervor, weil bei Menschen, impfbedingt und vielleicht auch noch andere Sachen, das Immunsystem überlastet ist. Das ist die wahre Katastrophe. Siehst du hier auch das Thema Täuschung für das Jahr 2024, 2025? Wird das System, so wie es ich beurteile, sich wehren und sagen, na na, die Spritzen, das war alles gut, so wie wir es eigentlich gesagt haben. Das sind jetzt alte Krankheiten oder neue Krankheiten, die haben nichts mit der Spritze zu tun. Wir verordnen euch jetzt neue Spritzen. Siehst du so etwas in dieser Art? Also ich würde da jetzt gar nicht zu sehr jetzt auf Spritzen, Impfen, sonst irgendwas gehen. Es ist Okay. natürlich, das kann eine Folge, da sage ich gar nicht, dass das nicht kommen kann. Ja? Als Hauptproblem sehe ich jetzt, wenn ich das jetzt astrologisch die Bilder deuten würde, eher eine Krebspandemie. Ja? Und noch einmal, ich will da jetzt. Also es Ja. ist, das ist eine räudige, beschissene Krankheit. Ich hab schon liebe Menschen verloren an diese Krankheit auch. Also das Thema könnte ebenso Tumorgeschehen sein, Ja. Wachstumgeschehen sein. Also Ja. davon bin ich, also das ist eher, das gibt die Symbolik her. Also das traue ich mich unterschreiben, ja. Also was da jetzt als Gegenmaßnahme wie Impfung oder so ist, das weiß ich nicht. Das sehe ich nicht, kann ich nicht sagen, ja. Aber das würde ich sehen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, und da sind wir wieder beim Wassermann, und da möchte ich meinen Optimisten noch einmal rauskehren, weil das klingt jetzt wie so eine Keule, oh Gott, die Krebspandemie kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Themen auch durch die voranschreitende Hochtechnologie wie künstliche Intelligenz auch einmal, dass es da wirklich Heilungsansätze geben könnte für so etwas. Noch nicht jetzt nächstes Jahr, bitte nicht, aber dass wir da wirklich jetzt durch diese Vergrößerung, die Vergrößerung des Problems mehr Möglichkeiten bekommen, um das auch in den Griff zu kriegen. Ja, das wär das Optimale. Ja. Die Deutsche Gesellschaft, ich glaube, sie heißt für Krebsforschung, hat ja schon Ende 22 beziehungsweise auch Anfang 2023 verlautbart, dass sie mit einem Ansteigen der Krebsfälle auf über 50% rechnen. Ja? Weil natürlich gibt es da einen Zusammenhang mit den besagten Injektionen, keine Frage. Das wird uns aber nicht so verkauft. Aber auch, das heißt, du siehst hier auch eine Überlastung des Gesundheitssystems und natürlich auch jedes Individuums, jeder Familie. Dadurch, wenn du einen Krebsfall hast, hast du ja eine Herausforderung, nicht nur selbst, sondern auch dein Umfeld. Das wird eine Gesamtbelastung für die Gesellschaft werden. Also wenn diese Institute, die das prognostizieren, recht haben,
und sich jetzt auch mit deiner astrologischen Expertise deckt. Ja, du hast ja das jetzt in einer Zeitung nachgelesen und du beurteilst ja das aufgrund deiner Sterndeutung, darf man das so sagen, ja? Ja, natürlich, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Treffergenauigkeit ziemlich hoch. Daher Also, gibt es für mich, ja, ja. Also, daher gibt es, es kann in beide Richtungen auch gehen. Also, noch einmal, ich möchte auch sagen, okay, es kann ein Krebsgeschehen genauso auftauchen. Das heißt ja nicht, dass das ein Todesurteil ist. Bitte jetzt noch einmal an alle, die da betroffen sind oder alle, die da Angst haben jetzt. Ich möchte es noch einmal sagen. A, das ist kein Todesurteil und B, kann sich das in dieser Zeit auch wieder zurückbilden. Und das habe ich in meiner Arbeit gesehen, dass Tumore, Metastasen sich zurückgebildet haben. Ja? Und das so, ja. Also wir sind in einer Beweglichkeit, nicht gleich sagen, okay, da ist jetzt der Sargnagel drauf, sondern das ist halt einfach dann wieder eine ganz massive, Häutung des Individuums auch. Aber im Kollektiv bedeutet das eine Wahnsinnsbelastung für unsere Kranken, gesunden Systeme, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, eine Wahnsinnsbelastung und eine notwendige Reformation. Und Wichtig ist, das kennst du eh aus deiner Tätigkeit. Ich habe es aus der psychotherapeutischen, also aus den psychotherapeutischen Ausbildungsmodulen als Lebensberaterin auch mir mitgenommen. Das Wort Krebs ist ja schon mit einem, sagen wir mal, mit einem Stigma behaftet. Das schiebt man einfach mal weg. Man stellt sich am besten eine Krabbe oder einen Krebs im Meer vor. Ja, das ist weniger gefährlich. Und ersetzt einmal dieses Wort durch etwas anderes. Es ist kein Krebs wie der andere. Und wir wissen, du hast es ja selbst da in deiner Arbeit erfahren, dass es so etwas wie Heilung von Krebs gibt. Es hängt viel mit Veränderung der Haltung und der Lebensumstände zusammen. Mehr möchte ich da jetzt gar nicht sagen. Aber darf ich noch eine Frage stellen zum Thema Angriff auf die Gesundheit, ja, oder Überlastung des Gesundheitssystems? Ich habe in letzter Zeit aus Also in den dem Sinne, USA. Entschuldigung, eine Attacke habe ich jetzt nicht. Ich sage nur einfach das Symptom, das sich manifestieren wird. Ich habe es nicht als Angriff, kann ich nicht Naja, sagen. Ja, es wird. ich komme jetzt mit der Attacke. Ja, Ja. gut, wunderbar. Du weißt, aus welchem Stall ich komme. Ja. Die Rasse, ja. Ursprünglich einmal militärisch. Ja. Also, Genau. und dieses Denken krieg ich, will ich auch gar nicht wegkriegen, denn es finden ja Angriffe statt. Ja. Und jetzt habe ich sowohl aus den USA als auch vor kurzem von einem deutschen Mediziner, Arzt ist er nicht, aber er ist Mediziner, gehört. Es ist hier, es soll hier in der Pipeline sein, ein riesengroßer Angriff auf das menschliche Immunsystem durch Bakterien, indem auf Tabakplantagen, Salat und was weiß ich was, Sachen angepflanzt werden, die eigentlich für Impfstoffe sind, um diese Impfstoffe schneller erzeugen zu können. Und dann kann man das, meinen gewisse Leute, auch in die Nahrungskette mit einbringen. Und ich drehe schon ein bisschen die Augen, weil das würde ja dann auch alle betreffen, nämlich auch die Politiker, die das zulassen. Siehst du so etwas auch, dass es hier einen gezielten, einen absichtlichen Angriff der Pharmabranche gibt auf die menschliche Darmflora, die ja so groß ist wie ein Fußballfeld ungefähr, wenn man die Zotten, wenn man das alles ausbreiten würde, dass, um dann schon mit dem Gegen Gift sozusagen zu kommen und dann die Darmflora völlig kaputt zu machen und die Menschen lebenslang abhängig machen von irgendwelchen Medikamenten. Siehst du so etwas, also im Sinne von Täuschung und ein sogar größeres Szenario als Corona? Also ich sage das ganz ehrlich, ich habe es nicht strategisch beurteilt bis jetzt. Ich hatte das bis jetzt nicht auf dem Radar. Ich möchte auch niemanden verrückt machen, aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon drüber reden, spreche ich dich hier an. Siehst du so ein Szenario, also vom Potenzial her, dass sich sowas auch noch entwickelt? Also wir haben natürlich in dieser, dieses Thema Krebsgeschwür, was ich da jetzt besprochen habe, und was jetzt eben dann immer mehr ins Bewusstsein kommen wird und immer offensichtlicher kommen wird, das kann natürlich, jetzt, ich rede wieder Horoskop Österreich sehr individuell, das kann auch natürlich die massive Täuschung und Manipulation der Pharmafirmen beinhalten. Ja?
Das leitet sich her aus dem Stand von Pluto, in welchem Haus. Also, wenn das wen interessiert, bitte gerne mal fragen. Dann schreibe ich das in die Kommentare. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, weil sonst wäre es zu kompliziert. Ist wurscht. Auf jeden Fall. Der Punkt ist der, dass man sagen kann: Ja, das ist natürlich auch mit einer Täuschung verbunden. Und ich kann natürlich Angst schüren, weil, und deshalb sage ich es noch einmal: Wenn ich sage, eine Krebsepidemie, das alleine reicht doch schon. Schreib auf drei Tageszeitungen die Krebsepidemie in Österreich, ja, und Krankenhaus überlastet, na, viel Spaß. Und der größte Angriff aufs Immunsystem ist, glaube ich, vom Essen brauchen wir jetzt eh nicht reden, dass da viel Dreck ist, was wir uns schon reinpfeifen. Keine Frage, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber der größte Immunsystemkiller meines Erachtens nach aus meiner Arbeit, was ich auch sehe von Klienten, wo ich jetzt das schon als therapeutische Maßnahme setze, bitte, dass die Handyverbot haben. Ja. Zumindest 2 Tage die Woche analog leben. Ja, das verordne ich auch meinen Klientinnen und Klienten, um sich eine analoge Auszeit zu nehmen. Die größte Angst sind wir beide der Überzeugung, auch aus, nicht nur Überzeugung, sondern auch von unserer Wahrnehmung bei den Klienten, ist die Angst. Die Angst ist der größte Immunitätskiller, und zwar sowohl was die eigene psychologische Abwehr, die psychologische Selbstverteidigung, als auch das Immunsystem betrifft. Wenn du andauernd dich attackiert fühlst, wo es vielleicht auch gar nicht so ist, ja, sondern wo man einfach ein bisschen paranoid schon ist, weil ja schon ziemlich viel passiert ist in letzter Zeit, dann schädigt das letztlich auch das Immunsystem. Aber ich insistiere noch einmal, siehst du so etwas wie einen Plan von gewissen Verbrechern, ja, die sich als verkleiden und so als Lobbyisten sozusagen geben, die tatsächlich einen großen Angriff auf unser Immunsystem im Darmbereich starten? Ist so etwas drinnen oder nicht? Also ich sehe es nicht, sage ich da ganz ehrlich, weil es nicht logisch wäre. Aber was sagst du von der astrologischen Warte her? Also es ist halt insofern schwierig, wenn man jetzt das österreichische Horoskop anschaut. Der Pluto kommt schon in das sechste Haus, was auch Verdauung ist. Ja. Also das ist schon, aber wie gesagt, also ist das ein Plan? Steht da ein Plan dahinter? Ich habe schon gesagt, man könnte es so interpretieren. Ja, man könnte es so interpretieren. Das ist allerdings wieder die negativste Interpretation, die es gibt. Ja. Also das ist so ein Worst Case. Ich denke einfach nur, dass der Plan generell, wie soll ich denn das sagen? Wir sind in dieser labilen Zeit. Das ist genauso, wenn ich sage, ich habe einen Plan für das Haus meines Nachbarn und wohne selber in der Erdbebenregion. Und da kann ich den besten Plan haben und man denken, okay, schau mal, dass das Haus vom Nachbarn vielleicht fällt. Meins wird genauso fallen. Und das ist eben das ist diese Unplanbarkeit. Und auf die möchte ich mich noch einmal berufen. Deshalb, ich sage ja manchmal schon, ich wäre ganz froh, wenn es einen Plan gäbe, ja, der ein bisschen eine Linie hat, egal was, die er halten würde. Aber ich glaube, es geht wirklich alles so rauf und runter die ganze Zeit. Naja, Und aber hier ist in tatsächlich von Bewegung. einer großen Verschwörung die Rede gewesen. Also das wurde mir von mehreren Seiten zugetragen, und da ist ein Mediziner drunter, der das propagiert, und seine Abwehrmaßnahme, die einzige, was ich bis jetzt mitgehört habe, ist ein Buch. Ja, also das, ja, okay, ich schreibe selber Bücher, aber ein Buch ist nie eine Abwehrmaßnahme, sondern das, was Menschen tun, ja, Bewusstsein schaffen dafür. Und daran wird es auch bei diesem Buch scheitern. Aber mir geht es jetzt bei ihm nämlich. Bei mir geht es darum, ich möchte jetzt von dir eine Rückmeldung kriegen, ist dieses Szenario, das gehörte, dass es so einen Angriff auf die guten Bakterien, uns auf die Darmbakterien gibt. Und das wäre ja schlimmer als das gesamte Corona-Plödemie-Szenario. Ist das auf deinem Radar oder nicht? Ich kriege jetzt eher mit Nein, ja, eher nicht, weil du hast ganz klar gesagt, Angriff auf Eigentum und so weiter 2024. Wird einschneidend im Bankenwesen sein, das siehst du in einer Klarheit, ja. Bei dem siehst du es nicht. Ja, Oder? und ich möchte nochmal sagen, also das mag schon sein, dass es da Agenden gibt, ja, die uns nichts Gutes wollen, auch medizinisch. Keine Frage, ja. Nur wenn, dann würde uns das auch schneller bewusst als bisher. Und das ist eben das, auch wenn es das gibt, das würde scheitern. Also der Punkt ist einfach, wenn es das gibt, wird es scheitern. Das sage ich dir hundertprozentig, Sehr falls es gut, das gibt. genau. Das hast jetzt gefragt,
siehst du so ein Fiasko ähnlich wie Corona-Blödemie oder stärker in den Jahren 24 und 25? Die Macht und Ohnmacht wird definitiv, und das ist wortwörtlich, also eine astrologische Übersetzung jetzt von mir, wird über das Digitale laufen. Ja, Also genau. das ist da die Gesundheit sehe ich da jetzt gar nicht so als ein Riesenproblem. Ja, Also natürlich, bitte, das widerspricht jetzt nicht dem, was ich vorher gesagt habe. na, gar Natürlich ist nicht. das ein Thema. Aber wenn es um Macht oder Ohnmacht geht, also wir reden jetzt über Kontrolle, wo wird Macht ausgeübt, dann definitiv über das Digitale. Ne? Und digital bedeutet für mich eben wirklich von jeder Hinsicht was. Und ich sage, ob das jetzt eine E-Card ist, ob das eine Digitalwährung ist, ob das ein blödes Internet ist oder eine Handy-App. Das trägt alles einen ganz, ganz großen Macht-Suchtfaktor in sich und Kontrollfaktor in sich, den man sich hoffentlich auch immer bewusst, dessen man sich immer bewusster wird und da auch noch einmal bewusster intelligente Schlupflöcher, Freiheitsmaßnahmen findet. Ja. Ja, deswegen habe ich auch auf den paar Demos, auf denen ich nach 21 noch gesprochen habe, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja? Also ich habe hauptsächlich 2021, weil ich viel auf Demos habe gesagt, der Corona ist gelutscht, der Drops ist gelutscht, da braucht man nicht mehr auf die Straßen gehen. Die Impfpflicht war ja dann weg. Es ist zu berücksichtigen, was ist das Hauptziel derer, die ich Feinde der Freiheit nenne. Das Hauptziel ist die digitale Unterdrückung. Und alle anderen Maßnahmen, wie gesagt, diese sechs von epidemischer Notlage bis bürgerkriegsähnliche Zustände, Verteilungsnotstand, Lichtfalle, Krieg und so weiter, also diese sechs Punkte, sind Mittel, um zur digitalen Vollkontrolle hinzukommen. Das ist die Krux. Und da geht es jetzt um die Kombination von mehreren Elementen. Das eine ist Digitalwährungen, die kriegen wir wahrscheinlich nicht weg. Ja? Auch wenn gewisse Herren sagen, sie glauben das jetzt nicht. Also für ihren Glauben ist die Kirche zuständig. In der Schweiz ist der Schweizer Franken bereits gesetzlich angeordnet in digitale Form. Vielleicht kommt es zeitnah auch, was den Euro betrifft. Also digitale Währung, verbunden mit künstlicher Intelligenz, gehorsamsabhängigen Sklavenlohn, Klammer auf, bedingungsloses Grundeinkommen und zur KI noch dazu eben das Internet aller Dinge, das omnipräsent hier sein soll. Ja. An dem wird die digitale Diktatur aus meiner Sicht aber bis 2025, so wie Sie es beschlossen haben, die Primärarbeit vollzogen zu haben, aber scheitern, weil es am Strom fehlt. Du kannst dieses Internet aller Dinge, so wie sie es geplant haben, nicht ohne den Bau von vielen, vielen Atomkraftwerken, zusätzlichen Atomkraftwerken bewerkstelligen. Es geht nicht. Wir haben jetzt schon eine Auslastung der Stromnetze und mit alternativen Energieformen geht das auch nicht. Ja, das ist ein technisches Faktum. Das wird uns jeder Mensch bestätigen, der sich nur ein bisschen mit Strom auskennt. Also die digitale Diktatur, so wie sie geplant ist, heißt auch nicht, dass sie kommen wird. Das habe ich in Corona-Diktatur schon geschrieben und in Freiheit genau begründet. Aber du siehst schon, dass nach dem, was du sagst, interpretiere ich das jetzt richtig, dass die Kräfte, die diese digitale Vollkontrolle haben, auf keinen Fall hier aufgeben werden. Denn es ist ja ihr Baby. Sie wollen das unbedingt großziehen. Genau. Also es geht da garantiert immer wieder, also das Digitale, das ist da, das wird auch bleiben. Und es wird natürlich immer, wie ich schon gesagt habe, es gibt dann durch diese Luftenergie beides. Ja. Es gibt aber auch dann die Eigenermächtigung, die Macht des Individuums über ein System. Ja. Und durch diesen Pluralismus, den wir haben. Und auch, ich meine, wir nutzen ja jetzt digitale Technologie, um Nicht uns schlecht ist. auszudrücken, um eine Plattform zu haben. Jetzt nicht, weil, gut, eine Agenda, okay, wir sind beide selbstständig, das ist unsere Agenda, ja, danke. Aber der Punkt ist dann trotzdem, im Hintergrund ist es das, wir haben dadurch eine Stimme, wir haben dadurch eine Möglichkeit und das ist ja auch ein System, ja, das ist ja auch Macht über das Digitale, ja, eine Plattform, die wir in den 60er Jahren nicht gehabt hätten. Wie hätten wir denn gesendet? Hätten wir in ORF gestürmt oder was hätten wir denn gemacht? Genau. Die 500.000 Menschen, die in Israel auf der Straße gestanden sind und gegen die digitale Diktatur demonstriert haben, sind garantiert zumindest zu 95% digital organisiert gewesen, damit die überhaupt auf der Demo gestanden sind. So wie ja auch die Demos
in ganz Österreich, insbesondere in Wien, wo einmal über 300.000 Leute auf der Straße waren, ja, das kannst du nicht ohne digitale Medien in dieser kurzen Form organisieren. Deswegen sage ich ja, ich habe nichts gegen Digitales, ganz im Gegenteil, es kann ja die Arbeit erleichtern. Aber das Digitale hat mir zu dienen und nicht umgekehrt. Und ich sehe es wie du, Kraft, keine Kraft ohne Gegenkraft, das ist ein physikalisches Grundgesetz, das gilt ja anscheinend auch in der Astrologie. Ja. Wenn jemand unterdrücken will, gibt es auf der anderen Seite jemand, der mehr Freiheit will. Das heißt jetzt, und es muss gar nicht sein, dass das eine sich durchsetzt oder das andere, sondern dass es beides parallel gibt in Parallelgesellschaften. Genau, alles andere wäre ja totalitär. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen die ultimative Liebe, wären wir nicht besser als jeder Machtmensch oder egal wer. Also man lässt nur das eine gute, reine, wahre zu. Ja? Wo führt uns denn das hin? Also, Genau. das muss man ja nur mal durchdenken, bitte. Ja? Ja. Und dann sagen, ja, und der Weltfrieden und sonst was, drum ist das alles eine nette Utopie, aber den Frieden wird es vielleicht als Propagandamittel einmal geben, ja, wenn sie einmal draufkommen, dass man da die Leute fangen kann, aber hinten drunter wird es wahrscheinlich einen ganz, einen grauslichen Apparat nun geben. Ja. Und das ist eben dann das Thema. Es ist alles, was eine Vereinheitlichung werden wird und gerade in dieser Zeit wird scheitern. Ja, gibt es nicht. Und diese Macht über das Digitale und Ohnmacht über das Digitale, ich glaube, es geht wirklich darum, dass man auch da mehr Bewusstsein schafft und da wieder eine Aufgabe, und das ist ja auch die Zensur, bitte. Ja? Also das ist ja Macht über das Digitale, heißt ja auch, ich möchte das zensieren. Ja? Und ich bin ja ein alter Horrorfilm-Fan. Ich weiß, ich bin Energetiker und Astrologe, aber ich bin ein alter Bluthund, was so Filme angeht. Ja. Und da ist in meiner zarten Jugend hat es ja noch VHS-Kassetten gegeben. Und da war das höchste der Gefühle, einmal ungeschnitten einen Tanz der Teufel oder sowas zu kriegen, als oder einen Zombie von George A. Romero. Und ich war immer schon ein Gegner von Zensur, jeglicher, ob es von Kunst oder sonst was ist. Aber es gehört Bildung und es gehört mehr Intelligenz einfach dazu. Man muss einfach wirklich da umdenken, was das angeht. Ja. Nein, man müsste schon mal gesehen haben, dass jemand mit der Motorsäge die eigene Hand absägt. Also Tanz der Teufel ist schon ein Klassiker. Das ist schon gut, ja. Naja, es zeigt, es spielt eine Grundangst, eine Grundaggression der Menschen an. Es geht schon auch um Schattenseiten. Und einfach wegzuleugnen, gerade diese Huschel-Puschel-Esoteriker, wir lösen jetzt alles in Liebe auf. Und wenn es dann aber dann näher mit ihnen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne mindestens zwei so Menschen, ja, wenn es dann irgendeinen kleinen Konflikt gibt, dann werden die urböse, uraggressiv, urnarzisstisch, drehen alles um, wollen gar nicht mehr die Ursachen sich anschauen eines Kommunikationsproblems, sondern posaunen irgendwas raus und cutten dich dann ab. Und das ist dann ihre Form der Kuschel-Puschel-Esoterik. Ja? Also das ist, Ja. ich denke, wir brauchen auch hier beide Seiten. Und wenn man schon von beiden Seiten, du hast den Frieden angesprochen, siehst du von der astrologischen Warte her eine Verstärkung, eine Eskalation des Krieges in Nahost und oder Ukraine, sodass es sich auf Österreich ausstrahlen könnte. Siehst du so etwas in deinem astrologischen Spektrum? Was ich im österreichischen Horoskop als Aufgabe sehe im kommenden Jahr, ne, das ist ein Thema, das ist wieder das Thema der Diplomatie und das Thema bei den eigenen Werten zu bleiben. Also ich sehe diese Gefahr, die das Neutralitätsprinzip da zu verhindern, das sehe ich herausgefordert. Ja? Und das sehe ich als Aufgabe für das Land. Ich weiß jetzt nicht, welcher Konflikt oder wo, aber das ist auf jeden Fall dieses bleibt bei dem Grundwert. Was heißt es? Und wenn wir eine Identität haben und sagen, okay, wir sind einmal neutral, dann sollten wir uns dessen vielleicht wieder mehr bewusst werden. Naja, dazu muss man sagen, dass ja rund 2 Drittel der österreichischen Bevölkerung gemäß Umfragen die Neutralität als identitätsstiftend für unsere Republik wahrnehmen. Das Und heißt, das halte ich auch, also das die steht als Scheibe Grundrecht da. Das ist jetzt nicht einmal nur so ein Blabla. Das ist am Moment, ich blende es anders ein, jetzt war ich vor lauter bitte, Aufregung. ja.
Aber das ist sogar im Horoskop drinnen. Das kann ich astrologisch belegen, dass dieser Saturn da herunten, der ist da, also ganz unten im tiefsten Eck steht diese Norm, steht diese Regelhaftigkeit. Ja? Und das bedeutet einfach immer, die Grenzen, die eigenen Grenzen wahren und die Grenzen von anderen wahren. Und das heißt für mich neutral sein, Ende Gelände. Also in meiner Welt heißt das neutral. Ja. Ja, heißt in meiner Welt auch. Darum habe ich ja 2015 schon darauf hingewiesen. Das darf ich jetzt kurz in die Kamera halten, ja, Hoffentlich damit man. erfolgreicher als ich. Na, leider nicht. Die Regierung darauf hingewiesen, dass man angesichts des Ukraine-Konflikts sich endlich wieder auf unsere neutralen Werte besinnen sollte, weil die Neutralität ja faktisch am Rücken der Bevölkerung vorbei scheibchenweise abmontiert wurde. Und durch GASVP, EU, durch A Partnership for Peace, NATO-Mitgliedschaft und so weiter, ja, das sind ja Dinge, die haben hat die Bevölkerung gar nicht am Radar. Und ein zur Verteidigungsunfähigkeit kaputtgespartes Bundesheer. Darum bin ich ja aufgestanden damals im Ministerium und habe dann privat meine Bücher und Sachen veröffentlicht, um zu zeigen, hier herrschen Verfassungsbrüche, eben im Wissen, dass der Österreicher will, dass die Verfassung eingehalten wird, wo ja in einem einfachen Verfassungsgesetz steht, dass wir neutral sind. Aber das Problem ist, wenn wir vom Staatsvertrag reden, der Staatsvertrag selbst nicht, aber das Zustandekommen des Staatsvertrages hat uns verpflichtet, die immerwährende Neutralität einzuführen. Und das haben wir dann auch getan, formal. Wir sind völkerrechtlich zur Neutralität verpflichtet. Es gehört die Neutralität in den höchsten Rang der Verfassung gehoben, in einem Bauprinzip, ein Grundprinzip, ein Baugesetz, ein sogenanntes der Verfassung, sodass du die Neutralität nur noch mit Volksabstimmung abschaffen kannst. So einen Stellenwert braucht die in Österreich. Wie gesagt, das habe ich 2015 schon herausgearbeitet. So, siehst du sowas in dieser Richtung? Weil ich, soweit ich weiß, hat die FPÖ entweder heuer oder letztes Jahr einen Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht, dass man die Neutralität, ich weiß nicht, ob ich das angestoßen habe, ist mir wurscht, ja. Ich finde es positiv auf jeden Fall, dass man die Neutralität in den obersten Verfassungsrang eines Baugesetzes heben sollte. Siehst du so etwas, dass so etwas umgesetzt werden könnte? Das müsste umge also um es astrologisch positiv zu sagen, das müsste umgesetzt werden, um ein Potenzial Österreichs und eines der größten Potenziale Österreichs jetzt zu bewahren. Und das wird sicher ein Thema 2024 werden. Also mit dem sind wir konfrontiert. Eine nette Fußnote zu diesem Thema ist auch noch. Also ich glaube, so wie das steht jetzt im Geburtshoroskop, ist das ziemlich unverrückbar. Also ist das schon an der Wurzel ganz gut gestanden, sage ich mal. Die Ja. Neutralität oder was? Die Genau, die Neutralität. Neutralität. Aber das Ja. Problem, was wir haben, ist einfach, und das steht auch astrologisch so drinnen, dass wir, sobald wir anfangen, irgendwelche Handelsembargos zu schließen, ja, Ja. haben wir den, Entschuldigung, Arsch offen, wenn ich das so sagen kann, und zwar in jeder Hinsicht und mit jedem Handelspartner. Wir sind Ja. ein ziemlich kleines Ländlein, ja, abgeschnitten vom Meer und von allen anderen Ressourcen, und wir brauchen diese Diplomatie und wir brauchen den Handel. Das ist einer der wichtigsten Werte und einer der größten Entfaltungsmöglichkeiten für die Bestimmung Österreichs. Bestimmung heißt einfach nur, was sind denn unsere Potenziale, gesehen astrologisch. Ja, da rede ich jetzt nicht von einer Vision, aber die Bestimmung, da haben wir drinnen, ist die Diplomatie und ist der Handel. Und ist auch, weil du das Heer bestimmt, also weil du das Heer angesprochen hast, das ist ein Heer, das also das ist kein aggressives Heer, bitte, sondern das ist einfach eines, das einem ein gewisses diplomatisches Gewicht und eine gewisse Autorität verleiht. Das ist Sollte, einfach so, ja, sollte. also so wird es im Horoskop stehen, ja. Da sind wir leider Lichtjahre davon entfernt, aber weil du sagst, Horoskop verankert Diplomatie, Handel, ja, da ist ja auch, wenn die Neutralität wir ernst nehmen, dann dürfen wir auch nicht einseitig Handel betreiben, weil bereits zu Friedenszeiten muss man mit potenziellen Konfliktparteien
immer das Prinzip der Parität beachten, der Gleichbehandlung. Also es ist ein absolutes Unding, dass ein angeblich neutraler Staat mit der Ukraine Handel betreibt, aber mit der Russischen Föderation nicht. Oder im Fall Israel hier einseitig Partei ergreift für Israel im Wissen, dass hier 56 Jahre Apartheid schon betrieben wurden im Gazastreifen, attestiert von der Human Rights Watch, attestiert von Amnesty International und vom vormaligen UNO-Flüchtlingsleiter. Ja? Das heißt, da braucht man nicht mehr diskutieren. Hier ist Not am Mann und hier hat Österreich an der Ursachenforschung mitzuwirken. Ich mache das halt jetzt privat, ja? Seitdem ich nur noch selbstständig tätig bin, ist eh genug, selbstständig zu arbeiten. Aber ja, du lachst, das ist ja, du weißt, dass es so ist, ja. Ja. Aber es ist schon spannend, dass hier zweifach die Republik Österreich durch ihre sogenannten Volksvertreter diametral das beschlossen hat, was eigentlich gemacht gehört. Also sie haben die dümmste und damit schlechteste Entscheidung sowohl für die Kriegsparteien als auch für uns selbst getroffen, sowohl im Ukraine-Konflikt oder Krieg, beziehungsweise auch im Gaza-Israel-Krieg. Jetzt ist die Frage an dich: Wird hier im Das Jahr glaube ich. 2024, so wie du es siehst, astrologisch, wird es hier eine positive Veränderung geben in Richtung Neutralität, im Sinne auch der Vermittlung? Denn nur der Neutrale kann vermitteln. Die USA kann nicht vermitteln. Die haben ja eskaliert durchs Auffahren von zwei Flugzeugträgergruppen. Ja. Das wäre Die ja, haben das wäre, entschuldige, ja. ja. Das wäre ja unsere Ur, also das wäre, wenn ich von einer österreichischen Ur-DNA spreche, eigentlich ein Wert, den wir der Weltengemeinschaft zu bieten hätten. Wenn wir einmal wirklich uns wieder an die Dichter und die Denker und die Diplomaten entsinnen. Ja? Und für mich wäre ein politisches Leitbild der Dag Hammarskjöld, also wer den nicht kennt, beschäftigt euch mit dem, war der UN-Generalsekretär, wurde 1961 dann nachweislich von der CIA höchstwahrscheinlich ermordet. Ja? Und ein Friedenspolitiker durch und durch und ein hochgeistiger, toller, also für mich ein europäischer Friedenspolitiker, ne? Der viel zu wenig bekannt ist. Und ich glaube, das wäre so ein schönes Leitbild auch. Also, und da sollten wir uns auch international damit beschäftigen, denn wir werden geprüft. Also meiner Meinung nach kommt der Prüfer, das ist der Saturn, der uns in der Begegnung steht, das ist der Prüfer, der prüft uns, wie friedlich seid's jetzt wirklich. Ja? Also und stupst so an und so, ja, na, was können wir denn machen? Machen wir. Und da gilt es, ernsthaft standhaft zu sein, und da brauchen wir einfach Größen, da brauchen wir gewisse politische Größen, da brauchen wir einfach wirklich Leute, die auch einen Rückgrat haben und die auch eben, wie du sagst, das ist die Neutralität ist in der DNA. Das sind Werte, mit denen bin ich aufgewachsen, mit denen bist du aufgewachsen. Weil das ist eigentlich meiner Meinung nach die Manifestation des Themas, wir kämpfen nicht mehr. Ja. Und wir werden genug Probleme im Inneren kriegen. Wir werden genug, ich nenne es jetzt einmal, Feinde im Inneren haben. Wir werden genug Konflikte im Inneren haben und innere Probleme haben. Das kann ja auch zu etwas Positivem führen, so ein Diskurs. Ja. Ich wünsche mir einen friedlichen, positiven Diskurs natürlich. Aber das kann man ja nicht wegleugnen, dass es da irgendwann einmal hochkocht und dass da andere Lösungen hergehören. Und deshalb gehört es gerade auf der internationalen Bühne Handel. Betreiben wir bitte Handel mit jedem und nutzen wir das und es ist gut für jeden Österreicher. Das wäre gut für die Bevölkerung. Aus dem Horoskop. Ja? Das ist jetzt keine Ideologie, das ist jetzt wirklich das, was astrologisch drinnen steht. Ja? Ich hätte Und das, ja. dazu jetzt noch eine abschließende Frage, Oliver. Siehst du bis zum Jahr 25, also sagen wir Ende 25, die totale Katastrophe in Form eines großen vaterländischen Krieges, so wie er zum Beispiel vom Seher, vom bayerischen Seher Alois Irlmeier vorausgesagt wurde, siehst du so etwas vom Potenzial her? Das sehe ich, also ich sehe das so nicht, weil das die Zeit des territorialen Kampfes, also das, was wir hier erleben, jetzt gerade mit Ukraine und Russland, das sind die letzten Aufbäumer dieser Zeitqualität. Ja? Also die neue Qualität wäre, wenn Krieg, ja, also dann über Höchsttechnologie. Ich kann mir das mit den Drohnen schon vorstellen, bitte. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass die über Österreich fliegen, also ernsthaft gesagt. Aber ich glaube, dass da Kontrolle kommt, eine andere Kontrolle. Ich kann mir auch vorstellen, dass es
durchaus möglich ist, und das ist jetzt bitte vielleicht Science-Fiction-mäßig, aber dass es natürlich möglich ist, wenn Autos immer elektrischer werden, dass diese einfach einmal abgeschaltet werden und in den Graben fahren. Ja? Und natürlich, ja, sind ja fernsteuerbar. Aber das sind jetzt alles nur, bitte, da reden wir jetzt von, das sehe ich jetzt nicht im Horoskop. Noch einmal ganz wichtig, nicht im Horoskop, das ist jetzt nur mal Science-Fiction. Ja? Im Idealfall, also noch einmal, wenn diese Technologie positiv genutzt werden kann zu einer Völkerverständigung, und da rede ich noch einmal davon, wenn wir diese KI nutzen könnten mit einem Simultanübersetzer, dass wir sowas wie den Babelfisch haben im Anhalter durch die Galaxis, ja, was gehört bitte? Also wer da eine Idee hat, bitte erfindet das. Da hätten wir schon einmal einen großen Schritt gemacht. Dass man immer sagen, ja, man hört kein deutsches Wort mehr, das ist ja wurscht, wenn man alles versteht. Das wäre sinnvoll, ja. Die Sprachentwirrung durch den Babelfisch. Ja, Ja, genau. also nur keine Panik. Also, Genau, ja, und klar. jetzt noch mal an den Astrologen die Frage. Siehst du vom astrologischen Potenzial her einen großen Krieg? Gibt das die Astrologie her bis Ende 25? Einen großen Krieg im Raum Europa, der Österreich so trifft wie in etwa der Zweite Weltkrieg. Eine gute Frage habe ich auf dieses Thema hin. Einen großen Krieg ist eine gute Frage. Ich glaube, also dieses Big One-Erlebnis, das wir zur Covid-Pandemiesituation gehabt haben, also wo das wirklich so spürbar ist, dass es auf einmal schnalzt und vieles anders ist für viele Menschen. Ja. Also so dieses große Ding in dieser konkreten, manifestierten Form sehe ich nicht. Ja? Ich sehe natürlich, also was ich mir vorstellen könnte, aber das ist jetzt kein kriegerischer Konflikt in dem, also das ist jetzt keine Zerstörung, also das ist jetzt keine Zerstörung oder Auseinandersetzung, sondern die Zerstörung von Hab und Gut passiert durch den Wertewandel, was ich schon gesagt habe, aber dasselbe könnte man auch deuten, naja, da, also wir haben den politischen Wandel, ich glaube nicht, dass das. Also das ist jetzt auch sehr intuitiv, bitte. Ich habe mir jetzt Krieg, Europa und diese Geschichten nicht. Also man muss ja immer einen Kontext finden, also wo leite ich denn das her? Ich habe jetzt den Staatsvertrag angeschaut. Ja. Habe ich jetzt eine Woche dran gearbeitet an dem Video, nur zur Information so nebenbei. Also das ist immer so der Punkt, dass man ja schauen muss, okay, wo leitet man was her und wo geht was hin? Ja. Was vielleicht noch spannend ist als Zukunftsprognose, wir haben eine große Revolution 2030 und zwar im Bereich der Medien. Ja, also da kommt dann dieser Wind, den wir jetzt in der Politik erleben, das nächste Jahr. Das könnt ihr euch schon mal merken, 2030 kommt dann auf Presse, auf die Medien und da kommt eine große Medienreform oder eine Dezentralisierung des Mediensystems. Sehr gut. Das heißt, weniger Zensur. Bedeutet aber auch mehr Verantwortung für die User. Mehr Eindeutig. Eigenverantwortung, danke, genau. Es bedeutet mehr Eigenverantwortung. Ja, Es geht gut. einfach Ja. darum, bildet euch, verflixt noch einmal und glaubt es nicht jeden Scheiß. Ja, genau. Und glaubt es mir kein Wort und glaubt es der Monika kein Wort, Entschuldigung, denkt selber nach und schaut es euch an. Genau. Na, ich will ja auch, ich schreibe ja nicht Analysen und Prognosen und biete Lösungen, damit die Leute das glauben, sondern damit sie es auf Plausibilität prüfen. Drum ja hat ja jedes Buch von mir hunderte Quellen. Ja. Damit man eben sich selbst, ich meine, die Meinung, aber ein Bewusstsein bilden kann, um dann entsprechend der eigenen Entscheidung sein Leben zu gestalten. Mehr Recht habe ich aus meiner Sicht nicht. Ja, aber der Hinweis ist gut. Siehst du so etwas wie Verstärkung des Terrors in Österreich aufgrund der Kriege an der europäischen Peripherie? Hier insbesondere im Südosten, Israel, Gaza. Von dort kommen ja Migranten, die schwerst traumatisiert, wirklich traumatisiert, teilweise sicher auch verbittert, weil nicht nur das Land, sondern auch Familienmitglieder, Freunde und was weiß ich was ermordet. Ja, also ich. Siehst du hier eine Ausdehnung der Terrorgefahr in Europa und im Speziellen in Österreich?
Es gibt da immer wieder diese Auslösungen. Das kann aber auch, wie gesagt, das kann ein plötzlicher Gewaltausbruch. Das sind, also wir müssen uns das so vorstellen. Also der Mars ist noch relativ nahe an der Erde. Das heißt, der bewegt sich relativ schnell astrologisch. Das heißt, der baut immer wieder Auslösungen zu Planeten. Also der läuft ein paar Mal durch und macht immer wieder Möglichkeiten zu so etwas. Ja, also das ist ein sehr schneller Wandel. Das ist jetzt eben so das Thema. Aber ja, diese Möglichkeit ist natürlich gegeben, auch dadurch, dass das Individuum sich Luft macht, und das muss ja nicht immer positiv sein. Das heißt, wenn jetzt ein Wahnsinniger mit einem Sturmgewehr oder mit einem Sprengstoffgürtel sich irgendwas einbildet, ja, natürlich, da auch das gehört ja zu diesem Ausdruck der Meinung oder des Glaubens, wie auch immer. Ja? Und da haben wir jetzt diese Zersplitterungen, wir haben nicht diese eine Kontrolle mehr, und jeder, der glaubt, es gibt diese Kontrolle, die wird es nicht mehr geben. Das soll jetzt wieder keine Angst machen, sondern passt halt einfach auf. Das ist genauso, wenn ich sage, ja, der Zebrastreifen als Schutzweg, basierend auf was? Dass ich da in Sicherheit bin oder was? Oder Ja, geschützt. Ich muss ja die Augen aufmachen. ich darf laut StVO vertrauen, dass alle, die unter den Vertrauensgrundsatz fallen, mich da nicht niederfahren, wenn ich da drüber gehe. Ja? Nur wenn man jetzt bedenkt, wie viele Menschen depressiv sind, Psychopharmaka nehmen, Drogen nehmen, Alkohol, also Alkohol ist ja auch eine Droge, konsumieren, vielleicht gerade aufs Handy schauen, während sie fahren, oder 17-fach gestochen und völlig durcheinander. Ich gehe nicht, ich wende nicht mehr den Vertrauensgrundsatz an. Also ich gehe so und radle, ich fahre ja wenig Auto, ich radle und gehe so durchs Leben, dass ich immer mit Gefahren rechne und so gehe, dass ich weitestmöglich weg bin von großen Menschenmengen. Außer ich rede auf einer Demo oder ich halte einen Vortrag. Ich gehe auch zu Zeiten einkaufen. Wenn die Jasmin und die wohin fahren zum Einkaufen, ist es meistens zu einer Zeit, wo weniger Leute im Geschäft sind. Ja? Also ich nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich vorsichtig bin. Und das bin ich nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich wahrscheinlichkeitsrechnen kann. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du auf ein bedrohliches Szenario triffst, wird immer größer. Also ist es schlau, vorsichtig zu sein, sich vorzubereiten, aber trotzdem auch positiv zu denken und mit Menschen gute Kontakte zu haben. Das ist, finde ich, essentiell, ja, dass wir Und das das tun. ist eben das, was jetzt zu unserer Zeit dazu gehört. Ja, also das ist einfach so das ist eben dieses Aufbrechen von verschiedensten Lagern, und dass viele halt jetzt eben, wie ich schon gesagt habe, eine Stimme, eine Meinung haben. Und das hat alles, und das ist ja das Problem auch von. Alles ist gleich viel wert beim Uranus. Das ist ja im negativsten Sinne eben wirklich, da gibt es keine Moral, ja, sondern deine Moral ist genauso gut wie meine Moral, was ja in einem Grundsatz wunderbar ist, aber in der negativen Form natürlich auch sehr fatal sein kann. Genau. Und deshalb ist es wieder die Eigenverantwortung, und es ist dieses Leben und Leben lassen. Es sind diese ganzen Prinzipien, die da geprüft werden. Und vielleicht noch einmal, um auf die Neutralität zu kommen. Wir reden Österreich. Ich bin der Meinung, werd auch selber neutraler, werd klar und werd Ja. einfach dir deiner Grenzen bewusst, aber wahre auch deine Grenzen. Genau. Ganz einfach. Ja, Von dir also und von anderen. ich sage einmal danke, lieber Oliver, für deine Ausarbeitung, die wir jetzt hier natürlich nicht sehen, aber die Wochen, die du dahinter hängst, ich weiß es ja, darum haben wir es ja einmal schon verschoben, weil du gesagt hast, da musst du die noch reintigern. Ich weiß, was es bedeutet, zu recherchieren, auch für meine Bücher. Danke für deine Arbeit, lieber Oliver. Ich kann nur sagen, Ich zeige es nur kurz mal her. Das sind jetzt so diese ganzen, oder das ist jetzt nur, das war so die, also das ist jetzt noch nicht einmal alles ausgedruckt, aber ich bin halt so ein alter Zetteltiger. Aber ja, das ist schon, also astrologisch ist das haltbar, was ich sage. Es ist auch so, dass ich sagen möchte, zum Beispiel, weil du die Impfpflicht erwähnt hast, ich habe gleich, nachdem die dieses Gesetz, ich habe mir gleich das Horoskop angeschaut und habe gleich in dem Video gesagt, das wird nicht kommen. Ja, das Das, war so ganz klar. Also, und das sind eben diese Punkte. Wenn ich was sage, bin ich gar nicht so übel drinnen. Ja. Nicht jetzt, weil ich so ein Wunderwutzi bin, aber ich mache das jetzt seit 30 Jahren, die Astrologie noch nicht so lange. Aber da kann man schon was herleiten und auch was prognostizieren, das durchaus haltbar ist. Ja. super. Ja, und zwar so, dass du sie, ich glaube, die Kunst auch bei mir beim Prognostizieren ist ja, dass man auch einen Gesinnungswandel von der kritischen Masse, der ja nachweislich schon stattfindet, ja, noch zu wenig aus meiner Sicht, aber es kann noch mehr werden,
dass man das mit berücksichtigt. Das ist nichts in Stein gemeißelt. Und ich nehme mir mit, dass das, was so wie ich lebe, beziehungsweise wie ich programmiert, wie ich mich selbst programmiere und wie ich es auch den Lesern in Freiheit insbesondere, also in allen meinen Büchern, aber insbesondere in Freiheit empfehle, das eigene Potenzial zu entfalten, die eigene Individualität und Freiheit verantwortungsbewusst auszuleben, ist bereits das Neue. Das ist bereits der Wandel, den wir draußen sehen wollen. Ich nehme mir mit von deiner Prognose, der astrologischen, wir haben ein gutes Potenzial ab 24 mit der politischen Wahl, dass sich da was verändert, aber das wird nicht radikal unser eigenes Leben zum Besseren verändern. Unsere Verantwortung für unser Leben kann uns niemand nehmen. Und ich denke, es ist sogar noch wichtiger jetzt, insbesondere 24 und 25, die eigene Individualität, das eigene Leben sich anzuschauen und vom Opfer, das dauernd auf eine Erlösung von außen wartet, in Form von einer politischen Partei oder sonst irgendwas, zum eigenen Schöpfer, zum kreativen Schöpfer, zu werden. Und das ist aus meiner Sicht die realistischste Lösung, auf die wir selbst einen Einfluss haben. Auf alles andere haben wir nur eher wenig Einfluss. Ich würde es auch so sehen, dass wir dieses Feld 2024 ein Jahr mit großen Chancen haben. Auch mit, ich komme dann noch individuell, ich mache eh noch individuellere Horoskope, auch das war jetzt Österreich bezogen, aber generell wird das ein Jahr, wo wir mehr Klarheit, mehr Kurs sehen können als die Jahre zuvor. Und das sollten wir unbedingt nutzen. Und wir sollten als Mitteleuropäerinnen und Mitteleuropäer dahin gehen, dass wir einfach einmal dieses, das geht nicht, das gibt es nicht, das hat es noch nie gegeben, diese Verneinung aus unserem Hirn kriegen und zwar Ja sagen zu einer Freiheit, Ja sagen zur Gesundheit, an Körper, Geist und Seele und auch an ein gesundes System glauben. Denn ich glaube auch nicht nur ein Körper, nicht nur an einen gesunden Körper, sondern auch ein übergeordnetes gesundes System. Und wenn wir einmal aufhören, dass wir sagen, das verneint mich als Individuum, das große Böse, und ich habe da nichts mehr zu machen oder ich bin nur eine Marionette und kann eh nichts ändern, jeder von uns hat so viel, unendlich viel in der Hand. Und jeder von uns kann alles, ja, kann sich sofort befreien. Ja. Lest Monika ihr Buch, lest es. Ja, es kann, ja, da geht es zum Oliver in Therapie beziehungsweise in der Sitzung, ja. Das kann auch helfen. Man kann es auch alleine. Für das, ich habe das Buch geschrieben, auch aus der das Freiheit, aus der Erfahrung heraus, aus der Arbeit mit Klienten, aber insbesondere aus meiner eigenen Selbstbefreiung. Ich kann ja nur authentisch schreiben und berichten und etwas vorschlagen oder ein Werkzeug hinlegen, das ich selbst ausprobiert habe. Sonst kann er mir nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja, es muss erprobt sein. Und wie du richtig sagst, wir haben ein fast unendliches Potenzial, jeder Mensch. Es kommt nur darauf an, ob wir es sehen wollen oder nicht. Ob wir aus diesen alten Autobahnen schon, ja, die Neurosignaturen im Gehirn beginnen wie ein kleiner Trampelpfad im Wald, dann wieder Schotterweg draus und irgendwann einmal Autobahnen. Ob wir aus diesen Autobahnen rausstapfen, um zu erkennen, dass wir es auch anders machen können. Oft ist nur eine Kleinigkeit zu verändern. Manchmal muss man mehr verändern oder darf im Sinne von das aus uns herausholen, was bereits da ist. Und ich denke, so eine Sendung über astrologische und strategische Analysen und Prognosen ist gut, ist wichtig, dass wir was wir heute gemacht haben, dass wir eine grobe Richtung aufzeigen, was drinnen ist. Vielleicht kann die eine oder der andere was damit anfangen. Für mich bleibt nur übrig, dass es immer aufs Individuum ankommt. Ja, wir sind soziale Wesen, ja, wir sind eingebunden in eine Gesellschaft. Wir wünschen uns hoffentlich alle, dass uns gut miteinander geht. Aber zu warten, dass jemand anderer uns das Leben angenehmer macht, das ist ein Schuss, der in der Regel nach hinten losgeht. Das können nur wir selbst. Das meine ich mit Selbstbestimmung, dass wir auch im Sinne des größeren Ganzen der Gesellschaft und unseren Beitrag leisten, weil, wie gesagt, jede Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Und ich schaue, dass ich ein starkes Glied bin in dieser Gesellschaft, dieser gesellschaftlichen Kette und dass ich andere dazu, das machst du auch, Oliver,
ein mutiger, freier und selbstbestimmter zu leben. Und das heißt nicht egozentrisch und verantwortungslos, ganz im Gegenteil. Das heißt moralisch und ethisch korrekt, weitestgehend, ganz kann man es eh nie sein. Kein Mensch ist fehlerlos. Aber dass wir im Sinne der Sache, im Sinne des Ganzen, nennen wir Schlagworte wie Liebe, Freiheit, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, Toleranz, mag ich nicht, tolerare heißt erdulden, ertragen, Akzeptanz. Der Akzeptanz, der gesunde. Bewusstsein würde ich dazufügen in diese Was Kiste. sagst du? Bewusstsein würde ich hinzufügen in diese Ja, Kiste. genau. Bewusstsein noch dazu. Bewusstsein ganz am Anfang. Also eigentlich die Erkenntnis am Anfang, dass alles Energie ist, dass alles, dass in der Materie Energie steckt. Das haben ja die Quantenphysiker schon nachgewiesen. Also das haben die Mystiker schon gewusst, da haben wir noch gar nicht gewusst, dass es einen Strom gibt. Die Quantenphysiker haben es bewiesen. Das heißt, wir haben einen wissenschaftlichen Nachweis, dass spirituelle Erkenntnisse richtig sind. Ja, nicht alle, aber dass wirkliche spirituelle Erkenntnisse korrekt sind. Und in diesem Sinn heißt es nicht entweder oder, haben wir heute eh schon einmal gehabt, sondern es das heißt entweder und oder im Idealfall, wir schauen uns beide Seiten an und nehmen genau das für uns mit, dass wir im Sinne unseres Seelenauftrags, unseres inneren Auftrags zum Wohle aller wirken können. Ich glaube, mehr ist in einem Menschenleben nicht drinnen und weniger aber auch nicht. Ja? Also wenn man sich mit weniger zufrieden gibt, dann wird man halt leiden. Ich finde halt auch, dass diese, gerade weil du die Spiritualität nochmal angesprochen hast, es gibt halt spirituelle Erkenntnisse, die sind für ein Individuum wertvoll und sagt, die bringen mich jetzt weiter. Und dann gibt es halt Erkenntnisse, wo man sagt, die haben eine allgemeinere Gültigkeit und die kann man dann auch teilen. Und ich denke einfach, dass die großen Menschheitslehrer einfach diese allgemeinen Regeln oder Wesenheiten hingekehrt haben, die nämlich gesagt haben, aus dem bist du gemacht, so bist du gemacht, das west in dir und da findest du dich wieder. Und das sollte man einfach bei der Spiritualität unterscheiden. Da kann ich sagen, na gut, der Erzengel Hunzibunzi ist zu mir gekommen und hat mir ins Ohr geflüstert, dass der Fußpilz jetzt so weggeht. Und das kann schön sein und das kann stimmen fürs Individuum. Die Frage ist nur, hat das jetzt alle, hat, ist das jetzt kollektiv anwendbar? Und man, Genau. glaube ich, ein bisschen filtern auch von diesen Aussagen her. Weil nur weil jemand sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, heißt ja nicht, dass er unbedingt klar sieht oder klarer Genau. sieht. Genau. Aber jetzt müssen wir es nur überspitzen. Es gilt aber auch, der Sinnspruch, nur weil wir paranoid sind, heißt das nicht, dass sie uns nicht verfolgen. Ja? Also oft treffen auch die sogenannten Verschwörungstheoretiker in Schwarze, leider sehr, sehr oft, ja, wo es ja eigentlich keine Verschwörungen sind. Es liegt ja eh schon alles offen da. Ich glaube, wir sollten den oder dürfen auch auf unseren eigenen Humor hoffen und beziehungsweise uns verlassen, denn unser Humor auch in der ironischen Selbstbetrachtung hat schon was, so einen göttlichen Funken. Das ist schon ein Abstraktionsvermögen, das der Mensch hat, über sich selbst zu lachen. Das ist ein guter Schritt zur Heilung, finde ich. Und ja, sagen wir herzlichen Dank, Oliver, für dieses, Ja, ich sag, für deine hat mich Betrachtung. gefreut. War spannend, oder? War mal was anderes. Und War mal was anderes, ja. mir ist jetzt gerade noch was eingefallen zum Thema 2030. Vielleicht ist diese Revolution in den Medien auch das, wo man sagt, okay, vielleicht gibt es dann andere Erkenntnisse, die an die Öffentlichkeit gelangen und dass das anders aufgearbeitet wird bis zu diesem Zeitpunkt hin. Und könnte ja auch sein, ja, dass man die Vergangenheit anders betrachtet, dass man was in einen Kontext rückt und dass da deshalb auch wieder ein Umschwung in Gang kommt. Das wäre schön, denn da sprichst du mir jetzt aus der Seele. Das ist der Grund, warum ich seit Jahren zum Leidwesen meines vormaligen Dienstgebers, des sogenannten Verteidigungsministeriums, mich entschlossen habe, Dinge zu veröffentlichen und historisch aufzuarbeiten, damit das eben geschehen kann. Ja? Und da geht es jetzt nicht nur um Krieg, Kriegsursachenforschung wie beim Ersten Weltkrieg mit Krieg der Weltherrschaft und Gott bless hier Putin und diese ganzen Bücher über den Ukraine-Krieg,
sondern es geht auch um Corona. Das ist ja auch ein Krieg. Das ist Psychokrieg, der gegen den Menschen geführt wurde. Ja? Ich habe nicht, ich hätte so ein dünnes Buch auch schreiben können, hätte man wahrscheinlich aus Verlagssicht mehr Umsatz gehabt. Ja, okay. Nein, ich habe ein Grundlagenwerk geschrieben, wo ich länger braucht habe, ja, das daher dicker ist und das daher leider weniger Leute lesen, obwohl es genau mehr Leute dazugreifen sollten, weil das korrekte Verständnis von dem, was da medizinisch und psychologisch, politisch, verbrecherisch abgelaufen ist, ist die Grundvoraussetzung, dass wir einen positiven Wandel überhaupt haben können, gerade in den Medien und in der Politik. Ich würde da noch abschließend sagen, die Pluralität auch im Wandel erkennen. Das heißt, wir wollen natürlich alle den positiven Wandel, was auch immer das heißt. Das heißt ja, und du hast gesagt, wir sind Individuen, das heißt für jeden was anderes. Genau. Und deshalb gibt es mal diesen Wandel und jenen Wandel, aber vertrau auch dem Wandel. Das heißt, nichts ist für immer, alles bewegt sich und wir sind in einer sehr volatilen Phase, wo es Ups und Downs gibt. Also bitte auch dem Wandel nicht nur in eine Ecke drängen wollen, in den individuellen positiven oder den negativen, sondern einfach den Wandel erkennen. Und wenn wir an den Wahnsinn der letzten Jahre zurückdenken, wo wir gesagt haben, okay, das wird immer schlimmer, 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 wir haben wieder eine Gegenbewegung, wieder einen Wandel und das bewegt sich jetzt. Genau. Gibt es einen tollen Spruch, ich glaube es, von einem Zen-Meister. Die einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Genau. Und genauso ist es. Du kannst nicht in denselben Fluss zweimal steigen. Es hat so viel Panterei. Es gibt da ganz viele philosophische Begriffe dazu. Und in dieser, ja, mit diesen Worten, denke ich, haben wir einen schönen Abschluss gefunden. Auch an den Zuseherinnen und Zuseher, danke, dass du so lange dabei warst. Schreib bitte gerne mal so dein Gefühl rein, was du so siehst, was du als Herausforderungen siehst, auch für die nächsten Jahre, in die Kommentare unten rein. Ja? Ja, danke, lieber Oliver, nochmal für diese tolle astrologische Darstellung. Ich könnte das nicht, ja, da bist du vom Fach. Mal auf der, wie heißt die Ebene? Nicht die individuelle, sondern die montane, oder wie heißt die? Und dann, ja, genau, also Die montane Ebene. diese Weltenebene jetzt. Ja. Weltenebene, sondern du machst es ja auch auf der individuellen und darum insbesondere für meine Seher, weil dieses Video ja auch auf meinem Kanal hochgeladen wird, schaut sich bitte auch auf dem Kanal von Oliver Erenium, der Link ist unten auch in meiner Videobeschreibung, wie es hier zum Oliver auf den Kanal kommt, wie der heißt. Da geht es auch um Astrologie ganz intensiv. Schaut mal bei ihm vorbei, abonniert ihn und lasst ein Like dort, wenn es euch gefallen hat. Danke. Vielen Dank. Und das bei mir am Kanal geht es auch viel individueller auch noch zu, weil ich weiß schon, man kann diese großen Bögen schlagen und das ist natürlich toll, wenn man eine Analystin wie die Monika da hat, dass man da sich da austauschen kann. Aber es geht da auch ganz stark eben um dich, um deine individuellen Themen und natürlich, was auch die Konstellationen individuell für dich aussagen. Ja? Also nicht so Super. weit gegriffen jetzt, wie wir da besprochen haben. Super. Gut. Gut. Dann sage ich nochmal vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Hoffe ich auch, lieber Oliver. Bis dann. Ciao. Danke, ciao.